Das beste RPG aller Zeiten bei Speedrandale? Was für ein Zufall! Schönen guten Tag und herzlich willkommen, werte Zuschauer. Es geht mal wieder los bei Speedrandale. Also bevor ich jetzt alle getriggert habe. Sehr gewagte Worte. Alle Baldur's Gate und Chrono Trigger und Final Fantasy VII Fans und so weiter. Ist natürlich persönliche Meinung. Ich glaube, man darf es in diesem Kontext, in dieser Sendung auch mal sagen. Ja. Final Fantasy VI ist schon ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich werde dir auch nicht widersprechen, wenn du jetzt sagst, es ist das Beste. Also ich mag es auch sehr und find's auch einer der Besten. Es ist eines der Besten. Wir hatten vor einiger Zeit in der Randomizer-Show uns ja schon mal mit ein bisschen Final Fantasy VI Randomizer beschäftigt. Da gibt es ja einen schönen Rando dafür, der sehr viele Elemente dann noch mal ein bisschen durcheinander würfelt. War interessanter, mal reinzuschauen als jemand wie ich, der das Spiel sehr gut kennt. Aber es war schwierig, da reinzukommen, weil es natürlich sehr, sehr viele Variablen hat. Ja, du musst halt am Anfang wissen, wo du hinlatschen musst und alles. Und wir hatten halt leider keinen Plan und wir hatten auch nicht so viel Zeit. Wir haben da ein bisschen mal reingeluschert, aber mir hat es schon mal sehr gefallen und ich bin sehr gespannt, wie es heute aussehen wird. Ja, denn wir haben einen wunderbaren Gast hier, der für uns spielen wird, und zwar der Goatmeister. Hallo. Ja. Moin, moin. So, das hast du gar schön die digitalen Klatscher hier mitbekommen. Schön, dass du da bist. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir es endlich mal präsentiert bekommen, wie der Final Fantasy VI Randomizer jetzt hier vernünftig funktioniert zur Worlds Collide. Aber du kannst uns gerne mal ein bisschen was drüber erzählen. Genau. Ich muss nur kurz einmal korrigieren. Der Goat Buster ist es quasi. Oh, also, hast du nur Goat gesagt? Nee, ich hätte Goat Master gesagt. Der Goat Master? Oh, sorry. Nein, hier werden Goats gebastelt. Gebastelt, nicht gemastert. Sorry. Genau. Genau, wir sehen den Final Fantasy VI Randomizer, nennt sich Worlds Collide. Und ich gehe mit Gregor da auf jeden Fall mit. Meiner Meinung nach, ist persönliche Meinung, ist Final Fantasy VI bis heute das beste Final Fantasy auf jeden Fall. Ob es jetzt das beste RPG aller Zeiten ist, sei dahingestellt. Aber am Ende ist es halt immer eine Geschmackssache. Aber Bestes Final Fantasy ist akzeptabel, finde ich. Also da werden wir weniger auf die Barrikaden kommen. Okay, okay. Irgendwo höre ich schon die Baldur's Gate 3 Fans hier dann ankommen. Hier mit den Kettenscharren. Aber kannst du uns kurz erzählen, wie du zu dem Rando gekommen bist? Hast du das Originalspiel dann so gern gespielt, dass du das mal ausprobieren wolltest? Oder eher andersrum, eher den Rando zuerst gespielt? Ja, genau. Also ich habe Final Fantasy VI relativ spät gespielt tatsächlich. Und zwar mit der PlayStation 1-Version damals, die einfach nur furchtbar ist. Ja. Da sie das große Problem hat, unter anderem, und ich finde, das ist eines der größten Kritikpunkte, wenn man aus dem Kampf herauskommt, also aus einem Random Battle, dann hast du einfach das Problem, dass du einen schwarzen Balken hast, der erstmal langsam 5 oder 6 Sekunden nach unten durchläuft und dann darfst du mal wieder aufs Spielfeld und weiterlaufen. Und das ist einfach furchtbar. Da habe ich es irgendwann nochmal nachgeholt, als im Original, und dann irgendwann angefangen, den Zelda A Link to the Past Randomizer zu spielen, noch kompetitiv, und kam dann irgendwann drauf, sag mal, das gibt doch bestimmt auch einen für Final Fantasy VI, und Final Fantasy VI hatte dann irgendwann Final Fantasy IX bei mir persönlich dann etwas abgelöst als bestes Final Fantasy für mich persönlich. Und somit kam ich dann zu Worlds Collide. Der war damals noch in der Beta-Phase gewesen. Mittlerweile befinden wir uns da bei der 1.1 oder 1.2, wo es jetzt schon die Möglichkeit gibt, unter anderem Objectives festzulegen, auf die ich vielleicht gleich einmal zu sprechen kommen kann. Ja, ich würde da auch sagen, es gibt wahrscheinlich sehr viel, was man im Vorfeld jetzt noch mal regeln könnte, von wegen, was ist Worlds Collide, wie ist die Kategorie, was muss man darauf achten. Da es ein recht umfangreicher Run ist, würde ich sagen, im besten Fall, wir können zeitnah starten und dann uns währenddessen unterhalten und mal die Details weitergeben, weil da wird es ja mehr als genug Zeit geben, ne? Um das auszuführen. Wenn du magst, kannst du gern den Countdown machen und starten. Und dann quatschen wir weiter. Ja. Ja, super. Genau. Dann würde ich sagen, starten wir in 3, 2, 1, go. Alright. Wie war das mit der Party? Ist die random? Genau. Die Party ist random. Ja. Wie wir sehen, wir starten mit 3 Charakteren.
Hier haben wir einmal Cyan, der hat gerandomized, dass er stehlen kann in dem Fall. Wir haben Celeste, sie hat die Lore-Fähigkeit von Strago und Health ist bei Lock diesmal. Interessant. Okay. Hat eigentlich Bannon im Vanilla-Game. Eine Besonderheit in dem Randomizer ist, dass man direkt am Anfang beide Luftschiffe besitzt aus der World of Balance, also die Anfangswelt, und der World of Ruin. Mhm. Somit kann man zwischen beiden Welten wechseln. Wir spielen jetzt den Modus Character Gating. Character Gating heißt, die Checks, die wir machen können. Monster in a Box. Monster in a Box, das ist tatsächlich in dem Fall hier jetzt etwas mies. Ja, der ist ja auch nicht so einfach. Gleich ein Tomberry hinterher. Ja, die Sache ist, ich glaube, ich würde hier jetzt sogar den Warpstone einmal benutzen, falls er funktioniert. Sollte aber kein Problem sein. Bye bye. Genau. Ja, ist schon mal das erste zu sehen, dass wir hier auch die Monster gerandomized haben. Auf der Overworld ist das ebenso und auch in den Monster in the Box. Im besten Fall hat man hier den Lobo drinne, der am Anfang hier auch standardmäßig drinne ist. Superball. Hier haben wir einen Superball als Item. Damit kannst du alle Pokémon fangen, ne? Leider nicht. Es ist im Grunde genommen ein Item, was man verwenden kann im Kampf und es bounce quasi zwischen den Gegnern hin und her. Also es ist ein Verbrauchsgegenstand. Mhm. Also am Anfang wirst du jetzt wohl ein paar Item-Checks machen, nehme ich mal an, ne? Genau, das ist eigentlich das Erste. Was auch interessant ist, ist das sogenannte Dried Meat. Das Dried Meat verwendet man im Grunde genommen im Vanilla-Game dafür, um Gau zu finden. Mhm. Und dieses Dried Meat, davon gibt es insgesamt 4 Locations im Randomizer. Und das haben wir aber hier auf jeden Fall nicht. Und dieses kann dann in den Itemläden vorkommen. Ja, okay. Außerdem will man am Anfang halt gucken, dass man einige Gegenstände und Rüstungsteile in Kisten findet, die einem dann das Anfangsplay dann erleichtern. Mhm, was wir hier sehen für die komplett unkundigen Leute, wir hätten natürlich bei Final Fantasy VI jetzt eine komplett andere Struktur gehabt, wo man die Charaktere nach und nach freischaltet. Mhm. Hier in Nash wird zwar der Start des Spiels, aber eine große Story-Sequenz hinten dran. In dem Randomizer ist es so gelegt, ein paar Sachen hast du ja schon erklärt, dass du mit einer gewissen Anzahl an Charakteren, die man normalerweise erst später im Spiel findet, schon startest, mit verschiedenen Fähigkeiten, die auch nochmal anders verteilt wurden. Und mit dem Character-Gating musst du hier auf eine gewisse Anzahl an anderen Charakteren kommen, die man findet, um danach quasi zum Endboss zu gehen. Dir stehen nur sehr viel mehr Möglichkeiten offen, wie du dich bewegen kannst, ja? Korrekt, richtig. Also in dem Fall haben wir das Ziel, insgesamt 7 Charaktere zu besitzen und 10 Esper. Und zusätzlich habe ich noch mit reingenommen, dass wir auch an der Oper teilnehmen müssen. Mhm. Mhm. Mal gucken. Ich glaube, da war... Du hast also am Anfang schon den Moogle-Charm und die Running-Shoes, oder? Genau, insgesamt besitzt man 3 Stück. Mhm. Ist gerade auch wichtig für das... Ah, da oben sitzt Gogo drin. Okay, ein bisschen leichter zu finden. Genau, Moogle-Charm, random Fights abschalten und Running-Shoes, um dich schneller zu bewegen. Richtig, genau. Also das Sprinten generell im Spiel ist... so schon aktiviert. Also da braucht man auch nicht das entsprechende Relikt für. Mhm. Aber Haste hättest du dann im Kampf damit, ne? Oder? Mit den Running Shoes? Genau, die Sprint-Shoes wären die, mit denen man dann entsprechend dann sprinten kann. Ja, deshalb sind wir hier grundsätzlich auf der Overworld-Map direkt schon schneller unterwegs. Mhm. Ansonsten würden die Charaktere sich deutlich langsamer bewegen. Hier beim Nahkampf kann man beispielsweise sehen, dass da jetzt ein Soldat steht. Das ist jetzt für mich persönlich nur ein Check, was dort ist. Wenn auf diesem Check jetzt ein Charakter wäre, dann hätten wir den jetzt dort gesehen. Mhm. In dem Fall, da jetzt ein Soldat dort steht, heißt es, entweder es ist dort ein Esper zu finden oder einfach nur ein random Gegenstand. Müsstest du dann einen Kampf gegen den machen? Normalerweise ist es so eine leicht Tower-Defense-artige Sequenz, die man da eigentlich machen muss an der Stelle. Richtig, die Sequenz ist auch komplett so mit drinne. Also wir bräuchten auf jeden Fall 3 Charaktere, mit denen wir dann die Gruppen bilden.
Und dann würde man einmal bis komplett unten wie im Vanilla-Game durchlaufen müssen, um dann gegen den ersten Kefka zu kämpfen, der aber dann auch gerandomized ist in dem Fall. Mhm. Ja, also kann es ein anderer Charakter als Kefka sein, den man bekämpft? Oder zumindest ja. Den Kampf muss man machen, ne? Okay. Alle Bosse in dem Spiel und im, also jetzt im Rando, sind komplett random. Mhm. Also es kann sein, dass wir dort selbst schon irgendwie Poltergeist haben oder die Goddess. Das wäre natürlich dann richtig mies. Aber wir sind natürlich auch nicht auf alle Checks angewiesen. Das ist das Gute. Denn mit welchen Charakteren man ins Endgame geht, beziehungsweise welche Checks man dann macht. Oh, Ribbon. Und Ribbon, auf jeden Fall mega nice, so früh schon zu haben. Der Ribbon. Oh. Ich hätte eine Frage, und zwar hier ist es ja bei Final Fantasy VI ist es ja so, dass du verschiedene Spells von den Espas lernst. Sind diese Spells hier im Rando randomized, die du von den Espas bekommst? Oh ja. Das könnte lustig werden. Das ist halt einer der Punkte, den ich jedes Mal so genial finde, weil du hast halt zum einen die Spells sind gerandomized, aber auch quasi der zusätzliche Boost bei einem Level-Up. Also es kann dann sein, dass du bei einem Level-Up beispielsweise dann HP plus 100% drauf hast oder MP plus 50% etc. Das ist auch dann komplett geschaffelt. Ja, es macht es halt auch verdammt abwechslungsreich. Du hast keinen einzigen Run, wie der andere ist. Wie ist es dann, du hast vorhin zum Beispiel über Gao gesprochen, also die Figuren, die man da finden kann, da ja auch von den Skills randomized ist, so die Grundsachen, dass Gao zum Beispiel, der hatte ja so, der konnte bei den Gegnern sich Moves abschauen. Geht das sonst immer noch mit dem Charakter? Ist es auf den Charakter fixiert oder kann das jetzt eine andere Figur machen? Generell, das lernen alle Charaktere, während man bereits in der Welt unterwegs ist, aber nur der Charakter, der im Grunde nachher die Rage-Fähigkeit von Gao hat, kann es nutzen. Okay, alles klar. Ja, sonst wird es immer schwierig zu sagen, was ist die Lieblingsparty, die man sich holt, das ist ja alles immer verteilt. Ja. Ordentlich Geld gerade übrigens. Ja, ordentlich Geld hier an der Stelle. Es ist auf jeden Fall sehr witzig, also teilweise dann den Mokri zu haben und auf einmal kann der pummeln von Saban oder ja, also es gibt sehr witzige Konstellationen, die dadurch zustande kommen. Außer die Fähigkeit von Gogo beispielsweise und Umaro. Umaro ja Standard ein Berserker, den man nicht kontrollieren kann und Gogo als Meme. Die Meme-Fähigkeit sowie die Fähigkeit von Umaro, die sind wirklich immer auf diesen beiden Charakteren. Okay. Ja, es sind auch zwei Bonuscharaktere eigentlich im Spiel, die versteckt sind, die man noch mal extra suchen muss. Man kann das Spiel auch ohne die beenden. Ich denke mal, es ergibt Sinn, dass die hier nochmal einen Sonderstatus haben. Ja. Genau. So, in dem Fall an der Stelle, wenn, also mache ich es persönlich immer, nach dem Verlassen von South Figaro, gucke ich, was ist möglich an Level Up. Wenn man, also vielleicht ganz wichtig zu erwähnen, die Gegner sind ja hier jetzt beispielsweise schon aus der World of Ruin. Und die sind ja eigentlich deutlich stärker und wir könnten sie eigentlich gar nicht besiegen, weil sie ein deutlich höheres Level haben. Ja. In dem Rando ist es so, dass die Level skalieren. Ah, okay. Heißt, die skalieren je nachdem, wie viele Charaktere wir haben, wie viele Drachen wir, es gibt insgesamt 8 Drachen im Spiel, wir besiegt haben und wie viele Esper wir gefunden haben. Kurzes Beispiel, wir haben jetzt 3 Charakter insgesamt und die Skalierung liegt bei mal 2. Somit wären jetzt aktuell die Gegner auf Level 6. Okay, es ergibt natürlich Sinn, sonst könntest du vielleicht, du startest ein Seed und hast überall unbesiegbare Gegner vor dir und dann kannst du gar nicht weitermachen. Richtig, dann wird es auch keinen Spaß machen. Und die Monster sind komplett randomized, egal wo du bist, können Monster von überall kommen? Richtig. Okay. Aber wir müssen mal gucken, ab zu welcher Stelle dann der erste Ultros vorbeischaut. Ja, der, also ich habe ihn meistens immer 2 oder 3 Mal drin. Geil. So ein Ultros gehört eigentlich in jedes Spiel. Ja. Ultros ist halt einer der besten
Antagonisten in dem Spiel, auf jeden Fall. Das Spiel hat so gute Antagonisten. Ja. Kefka und Ultros. Beste. Ja, ich meine, es ist jetzt auch wieder eine gewagte These, die ich jetzt aufstelle, aber meiner Meinung nach nichts gegen Sephiroth oder irgendeinen anderen Antagonisten in Final Fantasy. Oha. Aber meiner Meinung nach, Kefka ist der beste und krasseste Antagonist in einem Final Fantasy Teil. Finde ich auch. Weiß nicht, wie ihr das persönlich seht. Ja, ist wirklich so. Also bei all denen, ich habe auch viel für Sephiroth übrig, muss ich sagen, natürlich, weil Final Fantasy VII ist nach 6 mein Lieblingsgame aus der Serie persönlich. Ich finde, Kefka ist besser charakterisiert hier, weil irgendwann ist Sephiroth ja nur, oh, alles zerstören unterwegs und hier siehst du einfach, nee, das ist einfach ein ganz schlimmer Penner. Ja. Siehst auch, weil Kefka auch erstmal totaler Lappen ist und eher richtig feige ist und so richtig unlikable. Den mag man halt auf keinen Fall und deswegen ist er richtig. Sehr, sehr gut gemacht. Also falls es mal ein Remake geben sollte in der Art wie Final Fantasy VII, ich glaube, dann würden Leute, die mit Kefka, die nur bisher die Artworks oder aus anderen Spielen kennen, sagen, meine Güte, was macht der da alles? Ja. Ich weiß halt nicht, inwiefern Spoiler erlaubt sind in diesem Format, weil vielleicht der ein oder andere kein Final Fantasy VI gespielt hat. Pech gehabt, würde ich sagen. Weißt du, in dem Sinne ist es natürlich immer schön, in Rücksicht zu nehmen, das Spiel ist jetzt auch schon über 30 Jahre alt oder 30 Jahre alt jetzt in diesem Jahr, wo wir es aufzeichnen. Und ich glaube, wir können aus rückwirkender Ansicht auch nochmal darüber erzählen. Also gerade Cyan oder ich glaube Cayenne wäre sogar der richtige Name, wie man es ausspricht, ey, die Japaner, wie auch immer. Sie hat ja am meisten drunter gelitten, was Kevin aufstellt. Ziemlich, ja. Unter anderem, ja. Durch die Situation im Doma, die relativ früh ja schon im Spiel passiert. Und die hat, also beim ersten Mal durchspielen, dieses Spiel hat so viele Momente, die einen mitnehmen, die einen aber auch lachen lassen. Also es ist halt unfassbar. Auch der Endboss, den wir ja nachher dann noch sehen werden, das ist ja unfassbar, wenn man sich mal, ich habe mich ja über einiges mal dann auch, was das Spiel betrifft, schlau gemacht. Und dieser gesamte Boss, der über 3 Phasen geht, der hat ja auch eine Bedeutung. Also ich kriege sie jetzt nicht ganz zusammen, aber es müsste die Geschichte von Dantes Inferno quasi sein, die unten quasi dann das Fegefeuer darstellt, bis oben dann nachher Purgatory, zur Göttlichkeit. Ja, hab ich auch gehört. Richtig. Und meiner Meinung nach ist bis heute auch der Soundtrack von Final Fantasy VI Uematsus Meisterwerk. Also mit Dancing Mad, mit der Oper, die er geschrieben hat. Hm. Ich kriege immer auf die Finger, wenn ich im Stream anfange, über Final Fantasy VI zu über Final Fantasy VI zu schwärmen, weil dann ist Sense. Leider, aber ich glaube, da wird auch gerade beim Soundtrack niemand was dagegen sagen. Warum auch so gut, auch von anderen, die Soundtracks gewesen sind, ich finde so von der Instrumentierung her, der Sechser ist schon ein Niveau drüber, über das, was wir auf der PlayStation 1 gehört haben, was ja auch gute Soundtracks sind, aber der Super Nintendo Soundchip war da einen Tacken besser als der von der PlayStation. Aber es war auch von Sony. aber trotzdem, bessere Instrumentierung, finde ich, ja. Es ist halt leider so, dass gerade die 16-Bit-Titel, wobei eigentlich auch zum Glück, die sind halt besser gealtert als jetzt die erste Generation der 3D. Sie klingen halt noch immer wie Videospiele. Richtig, genau. Ich meine, wenn man lange Jahre Videospiele auf verschiedenen Systemen gespielt hat, jeder Soundchip hat eine eigene Charakteristik. Ich könnte sofort sagen, okay, das ist vom Super Nintendo, das ist vom Mega Drive, das hört sich nach NES oder Master System an. PlayStation eigentlich auch, wobei es dann mehr CD-Sound dabei gewesen ist. Heutzutage hast du natürlich großartige Musik, aber du hast nicht mehr dieses einzigartige Gefühl dabei. Richtig, genau. Du hast vorhin kurz erwähnt, auch für die Leute, die nicht so super vertraut sind mit dem Spiel World of Ruin und World of Balance. Im Originalspiel ist es so, dass wir hier so ein bisschen zweigeteilte Struktur haben. Zu einem bestimmten Punkt im Spiel ist es so, dass es dann allumfassende Veränderungen auf der Oberwelt gibt. Und dann verändert sich die World Map zu einem gewissen Teil. Härtere Monster sind unterwegs, neue Storypunkte werden dann aufgetan. Und hier hast du schon gesagt, wir haben hier schon quasi Monster, die auch schon
schon in der zweiten Hälfte des Spieles da sein könnten, werden hier auf die Map mit draufgemischt. Konntest du hier im Render nicht mit dem Knopfdruck nochmal wechseln, dass du dann in der World of Ruin Map dann unterwegs bist? War das nicht irgendwie so? Ja, also es ist im Grunde genommen so, dass das alles über das Luftschiff funktioniert. Genau. Das heißt, ich könnte jetzt ins Luftschiff reingehen und mich ans Steuer setzen. Und dann wird die Frage kommen, ob ich halt in die World of Ruin möchte oder in die World of Balance. Mhm. Und dann könnten wir auch dort jetzt schon im Grunde die Checks dann abarbeiten. Ja, also mal musst du jetzt nicht zeigen oder so, aber wir wollen nochmal die Leute darauf vorbereiten, wenn sie nicht mit den Fachbegriffen hier Bescheid wissen. Du wirst jetzt zu einem bestimmten Monsterpaarung. Das ist wirklich eine gute. du wirst jetzt zu einem bestimmten Level dann erstmal gelangen, ne? Du levelst erstmal auf. Also das Level 20 ist eigentlich anfangs mein Ziel. Alles andere lässt sich dann gut nachher auch über die Bosse an sich regeln. Da du gesagt hast, da die Gegner skalieren hier, aber macht es trotzdem einen Unterschied, wenn du ein bisschen gelevelt bist? Hängt das dann eher damit ab, dass du genug Hitpoints hast? Oder ist es, dass die Bosse dann einen fixen Level haben? Was ist da der Vorteil? Der Vorteil ist einfach am Anfang, dass man dadurch doch noch gut auch die Statuswerte dann ausgleichen kann, gerade wenn man noch nicht so viel gute Rüstung gefunden hat. Wir haben jetzt vorhin, deshalb, da war ich etwas aufgeschreckt, wir haben den Fix-Dice gefunden, was ziemlich nice ist. Der Fix-Dice hat einen Angriffswert von 1. Kann man sagen, okay, ein Angriffswert von 1, das ist ja gar nichts, aber es ist ein reparierter Würfel, also, oder beziehungsweise übersetzt wäre es, glaube ich, gezinkter Würfel. Mhm. Und wir würfeln mit diesen. Also ich habe den jetzt gerade noch nicht ausgerüstet, hatte ich gerade vergessen, aber es fliegen dann 3 Würfel auf das Spielfeld und je nachdem, wie die Würfel fallen, fällt der Schaden aus. Das heißt, selbst im Low-Level-Bereich kann man dann schon richtig hohen Schaden austeilen. Okay. Dann gibt es im besten Fall dann noch einen Genji-Glove, mit dem können wir 2 ausrüsten, wenn wir dann 2 hätten. Plus das Offering. Offering wandelt dann um in X-Fight, heißt, es wird dann insgesamt 3-mal angegriffen und dann kann man sich das gut ausrechnen, dann ist man schnell in einem 5-stelligen Bereich an Schaden, den man zufügen kann. Ja, so eine vertraute Kombo, Genji Glove und Offering, wenn man die zusammen gemacht hat, war man quasi eine Schlachtmaschine im Original. Ja, habe ich gerne Shadow gegeben. du levelst hier aber natürlich, es sind noch keine Esper da, die du equipped hast, oder? Oder gab es standardmäßig welche? Standardmäßig gibt es keine. Wir haben jetzt noch überhaupt gar nichts gefunden. Okay, okay. Wir werden jetzt den ersten Check angehen. Das ist in dem Fall das Magitech-Labor. Dieses haben wir jetzt frei, weil wir Celeste bereits haben. Beziehungsweise, ich habe jetzt gerade etwas vergessen, weil wir haben Celeste dabei und deshalb können wir auch in Celeste Zelle gerade noch reingehen. Eventuell kriegen wir dann schon unseren 4. Party-Member. Das ist mir tatsächlich entgangen vorhin. Die NPCs sind die größten Endgegner im Spiel. Ja. Sind's also. Die mögen es echt gerne mal. Stehe ich dir im Weg? Moment, ich gehe mal hier, damit ich dir jetzt im Weg stehen kann. Ja, genau das. Und dann wieder zurück. Ja. Was wir mit den S-Bahn eben vorhin, also du hattest ja vorhin auch schon mal beschrieben, auch noch mal kurz für die Leute da draußen, das Magiesystem funktioniert hier so. S-Bahn sind die Magiewesen, Beschwörungsgeister kennt man von den anderen Spielen ja auch. Er heißt ab und zu auch mal S-Bahn. Oh, da haben wir Ram da gleich mit ihrer Zeichenfähigkeit. Und hier ist es so, wenn man, auch ein gutes Spiel, wenn man sie findet, die Esper hier und ausrüstet, kann man nicht nur die Magien machen, sondern, du hast ja auch schon gesagt, bei jedem Level-Up kriegt man Boni. Und jetzt hast du zwar schon mal gelevelt, aber es war nicht wichtig, diese extra Boni mitzunehmen an Statuswerten, ne? Nein, das war nicht wichtig. Ram ist mein unfavorisiertester Charakter bei diesem Spiel eigentlich, ja. Die habe ich nie wirklich in meiner Party gehabt. Nicht, also es ist schwierig, ich kann es nicht so direkt sagen. Also Realm, die hat ja das war die Copy-Fähigkeit. Mhm. Sie kann quasi, waren die Gegnerattacken, das ist auch schon lange her, dass ich die komplette Lösung geschrieben habe. Schon quasi vergessen. was ich lange Zeit nicht wusste, gerade auf Realm jetzt gerade bezogen, ist, dass Realm die Tochter von Shadow ist. Oh ja, stimmt. Weiß ich auch nicht mehr. Ja,
Ist sie. Also wenn man die Shadow Dreams mitbekommt, dann kann man das gut herauserahnen. Und auch Interceptor, dass er die Bindung zu der Kleinen direkt findet in Thamasa, ist sehr auffällig. Und es ist auch, also es ist auch im Internet tatsächlich so dokumentiert. Okay. Ja, weiß nicht, ob es eine offizielle Aussage irgendwo mal gab in irgendeinem der Guides, die dann rausgekommen sind, aber man kann sich sehr durch das Spiel ableiten. Ja. Shadow, ein mysteriöser Ninja-Charakter mit Interceptor, seinem Hund. Bester Final Fantasy-Charakter. Ja. Und dann schön auch die Wild-West-Musik immer, wenn er auftaucht. Ja, und die Fähigkeit von Realm, die gab es sonst, glaube ich, auch in keinem anderen Final Fantasy, wenn ich mich recht erinnere. Die Sketch-Fähigkeit, ne? Ja, also sie wird jetzt nochmal kommen, weil ich habe es vor ein paar Tagen gesehen, dass Final Fantasy 14 die Klasse Pictomancer einführt. Mhm. Aber ansonsten ist mir nicht bewusst, dass es in irgendeiner Art und Weise diese Fähigkeit dann nochmal gab. Ja, es wird viel natürlich, also bei so vielen Charakteren, die dich hier verbaut haben, ich glaube, wie viel sind es? 14 mindestens? 14. Oder so, man hier haben kann, dass jeder nochmal eine Unique-Fähigkeit hat, wenn du dir deine Party zusammenstellst. Gibt ja auch das ist auch eine große Stärke, finde ich, von Final Fantasy VI, dass jeder Charakter unique ist. Absolut. Und jeder hat ja auch seine Existenzberechtigung. Ja, natürlich kann man persönliche Lieblinge haben, aber du musst trotzdem darauf achten, alle auch vernünftig gelevelt zu haben für Partytrennung. Mhm. Und dass auch jeder seine eigenen Geschichten dann da hat. Ja, und ich finde halt auch in Final Fantasy VI ist das halt extrem gewesen, dass man halt wirklich zu jedem einzelnen Charakter, jetzt nehmen wir vielleicht mal einen Gogo oder einen Umaru, den Yeti raus, da ist das vielleicht noch eine andere Geschichte, aber jeder andere, der hatte halt seine Nebenstory, selbst ob es jetzt ein Setzer ist, oder Cyan mit seiner Lore, die halt relativ früh startet. Jeder hat so seinen Background gehabt und ich habe selten in einem Spiel erlebt, dass, wenn man mich fragen würde, welches ist dein Lieblingscharakter aus Final Fantasy VI, dann muss ich immer ziemlich lange überlegen, weil auf der einen Seite denke ich mir, ja, es ist Terra, weil ich Terras Story auch sehr tragisch finde. Ich finde, sie hat mit so die tragischste Rolle im ganzen Game. Und dann aber diese Wandlung, die dann kommt, gerade in der zweiten Hälfte des Spiels, wo sie dann diese Mutterrolle dann hat für die Kinder. Mhm. Also das Spiel hat so viele Magic Moments, das ist unfassbar. Ja, es wird mal Zeit, Square, dass da irgendwas kommt. Ja, wir hatten ja immerhin die Pixel Remaster, also für die Leute, die das mal ein bisschen erleben wollen, wenn sie nicht die Originalfassung haben. Ich mag gar nicht so schlecht. Die sind tatsächlich ganz gut. Ja. Ich mag immer noch natürlich die Super Nintendo Originalfassung, weil ich die am meisten gespielt habe. Die ist irgendwie so unverfälscht. aber man kann eigentlich, müssen wir mal genau gucken, aber ich meine, mit der 6er Pixel Remaster Version war jetzt auch nicht so was anders. Es müssten die Änderungen vom GBA gefehlt haben. Also es gab eine Game Boy Advance-Version mit noch mal ein bisschen Zusatzinhalten, die jetzt aber nicht so spannend waren am Ende. Mhm. Die braucht man nicht unbedingt. Nee. Ja, ich muss sagen, da war ich auch etwas sauer auf Square Enix, weil mit der Konsolenfassung wurde quasi der Original-Soundtrack noch als Auswahl mit angeboten und dann zusätzlich auch noch die Retro-Schriftart und das wurde auf dem PC bis heute nicht nachgeholt. Das stimmt, ja. Ein Behemoth, ja. Oder Behemoth, wie man vorher gesagt hat. Behemoth. Der taucht eigentlich im Wald in der World of Ruin auf, wo man Shadow findet. Als wir gespielt haben, wir hingen eh beim ersten Boss, dem Welk, schon mal 40 Minuten ab. Ja. Das war halt nicht so vom Vorteil. Aber wurden dann auch gleich von fliegenden Monstern abgefangen und allem drum und dran. Also so erfolgreich war unser Run jetzt in dem ersten Versuch nicht. Ja, wir hatten leider auch keinen Plan. Ja, man muss sich ja irgendwo mal reinfühlen. Ja, das Ganze. Also es hilft eine Kenntnis von dem Spiel natürlich. Aber man sieht schon, du hast ja natürlich schon recht oft den Run hier gemacht oder dann entsprechend durchgespielt, dass du schon weißt, wo sind deine Checks, wo gehst du da nochmal hin. Mhm. Ja. Wird das jetzt mit dieser Party bleiben oder wirst du noch anderen Charakteren suchen? Zwangsläufig muss ja noch auf jeden Fall drei finden. Ach ja, genau, hast ja gesagt, ja. Genau.
der Trupp ist jetzt nicht so schlecht. Wahrscheinlich eine Realm würde ich furchtbar gerne nochmal austauschen, vielleicht gegen einen Edgar oder einen Saban, weil die halt grundsätzlich halt die besseren Angriffswerte da noch haben. Es hängt auch vieles davon ab, welche Zauber werden wir finden. Also ich hoffe, dass wir zumindest Live 3 finden. Oder beispielsweise Fenrir, weil Fenrir einem zumindest Live 3 ersparen kann, dass man es unbedingt braucht im Endkampf, da er vor Condemnant bewahrt. Nicht Condemnant, ich komme gerade nicht auf den Namen. Auf jeden Fall, dass man instant stirbt, weil jeder Charakter, der in einer Phase stirbt im Endfight nachher, der ist halt komplett weg. Das wäre dann eher katastrophal. Ja, genau, wird rausgenommen aus der Reihe sozusagen. Shiva. Genau. Shiva haben wir. Genau. Das ist cool. Und jetzt haben wir die Möglichkeit nachzugucken, was hat Shiva an Zaubern. Sie hat Imp. Oh, und Ultima. Und Doom. Alright. Und zusätzlich haben wir hier noch den Bonus MP plus 30%. Ja, krass. In dem Fall würde ich jetzt tatsächlich Celeste mit den besseren magischen Basiswerten erstmal Shiva geben. Hätte ich jetzt auch gemacht, also im normalen Spiel. Ja. Muss ich sagen, hier gibt es natürlich immer nur relativ Sinn. Celeste ist auch ein sehr, sehr cooler Charakter. Ja. Irgendwie fand ich die interessanter als Terra noch. Sie hat natürlich noch also quasi die Rolle inne von wegen der Feind, der überläuft oder so. Mhm. Ne? Ja. Und vor allem, also Terra und Celeste haben mit die besten Sound-Themes im ganzen Spiel. Einmal das Terra-Theme mit das beste Sound-Theme überhaupt. Und dann haben wir noch dann das Celeste-Theme, was aus der Oper ja noch ist. Mhm. Ah, Vargas, das ist ein Zuckerschlick. Oh, Vargas? Der Boss oder der erste Boss mit Saban, den man normalerweise in dem Berg-Dungeon da bekämpft. Mhm. Genau. Nicht unheftig, nicht unheftig. Bin mal gespannt jetzt hier. Und zwar, Saban muss ihn doch klatschen. Ach, Saban, der macht eigentlich irgendwas. Ja. wir machen das hier mit Celeste. What? Ah. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Aber. Aber ich habe auch nicht bedacht, haben das falsche Level. Das Thunder Sword können wir tatsächlich wegknallen. Oh, und jetzt ist es Doom auf Realm. Also, wenn die Uhr runter ist, dann Death. Mhm. Ja. Immerhin gibt das Spiel dann noch den Counter. Genau. Uff. Was wir jetzt auch hier gesehen haben, Celeste hat bereits einen Zauber. Das heißt, sie scheint die natürliche Magie bekommen zu haben, weil die ist nämlich auch gerandomized in dem Spiel. Normalerweise ist das ja Terra, die angeborene Magie hat. Mm. Und diese kann auch auf einem anderen Charakter liegen. Okay. Dadurch, dass wir bisher noch keine Zauber erlernt haben über eine S-Ball, liegt es sehr nahe, dass Celeste diejenige ist, die das erhalten hat. Und da haben wir die Marvel-Shoes. Ja, einige Cutscenes wurden rausgeschnitten. Deshalb ist auch vieles kürzer, aber für ein Rando, gerade was ein RPG betrifft, natürlich auch wichtig, also dass man da nicht jetzt jede Kleinigkeit drin hat. Ganz viel Text wurde rausgenommen. Aber Sid müssen wir einmal sehen. Natürlich. Genau. Ich weiß nicht, wer es vorhin gesehen hat im Startscreen. Das ist ein bisschen so ein von mir eher so als Scherz gemeint, es ist noch ein Objective mit drin, und zwar Sid sterben zu lassen. Damit bekommt man Illumina. Aber wer den Deal eingeht, also der, das gehört verurteilt. Also normalerweise immer save the frames, aber save the Sid. Ja. Was wir hier machen. Muss ich auch ehrlich selber sagen, also das ist erst einige Jahre her, also ein paar Jahre her, dass ich weiß, dass Sid gerettet werden konnte. Ich bin davon ausgegangen, der muss sterben. Aber man kann ihn tatsächlich safen. Ich habe ihn, glaube ich, auch noch nie gesaved. Wirklich? Glaub nicht. Ich habe es versucht, aber er ist krepiert. Also ja, ich habe es bestimmt über die Jahre
so ähnlich wie Chrono Trigger, ein Dutzend Mal oder so immer wieder durchgespielt. Letztes Mal ist jetzt ein kleines bisschen her, aber ich hatte das zum Glück schon relativ früh dann drauf. Kann sagen, bei Chrono Trigger habe ich zuerst Magus gekillt, beim allerersten Mal. Das hat mich so genervt, dass ich das Spiel komplett neu gestartet habe. Guter Charakter. Sehr guter Charakter. Guck mal, ein Gecko-Rex. Genau, die haben wir vorhin schon mal auf der Overworld gesehen. Also das ist auch möglich, dass halt Gegner doppelt in Areas vorkommen. So von der natürlichen Progression, also du machst die Checks, du levelst deine Charaktere auf, gibst dann eine bestimmte Reihenfolge an Dungeons, die du dann durchgehst, oder geht es primär darum, wirklich die 7 Charaktere und dann sich so hocharbeiten, dass man zum Enddungeon kann? Muss ja noch die Drachen machen alle, oder? Nein. Ach, die muss man nicht? Tatsächlich nicht. Also im normalen Standard-Seed sind die nicht mit drin. Okay. Das, was ihr jetzt quasi nicht seht, also ich habe ja parallel noch einen Auto-Tracker offen. Und dort sehe ich auf der Karte, welche Checks möglich sind. Ah, okay. Ich hoffe, der Frosch kommt gleich runter. Da ist er. Ja. Und wir haben ja momentan nicht alles zugänglich, beziehungsweise dass wir alles checken können, sondern nur die Checks, die mit den Charakteren verbunden sind. Heißt, wir könnten nach Thamasa gehen, das Burning House. Also da gibt es eine Szene im Spiel, wo das Haus anfängt zu brennen. Und insofern wir Realm haben, können wir diese Szene dort triggern. Also wir können nur diese Cutscenes triggern, dessen Charaktere wir auch besitzen. Mhm. Macht Sinn. Also vorher würde es sich dann nicht lohnen, dorthin zu gehen. Jetzt die Magitech Factory lag nah, da wir halt Celeste haben. Und was wir mit Celeste auf jeden Fall gleich noch machen müssen, weil das auch eine Bedingung ist, um Kefkas Turm freizuschalten, wir müssen in die Oper und müssen die Oper miterleben. Nice. Man muss das nicht machen, aber ich habe es immer drin, weil ich einfach diese Oper so gottverdammt liebe. Und ich dachte, wenn ich es dir zeige, dann und vielleicht der ein oder andere, also ich hab nichts die ein dagegen. Oder andere das nicht kennt, dann finde ich, muss auch die Oper mit drin sein. Wir hätten darauf bestanden, dass die Oper sehr schön hier drin ist. Du hast es schon ein bisschen ausgeführt. Wir hatten das schon auch erklärt, Sie und ich, als wir dann bei der Randomizer-Show so ein bisschen drüber gequatscht haben. Ja. Du kannst bei diesem Randomizer sehr viele persönliche Einstellungen machen. Das kann man über eine Webseite machen, wenn man entsprechend das Spiel als das passende ROM dann dazu gibt und dann sagen, hey, diese Häkchen muss ich anmachen, so möchte ich das individualisieren. Hast du jetzt anhand der Settings, die wir am Anfang gesehen haben, dann für deinen Run so eingestellt für dich? No? Genau, richtig. Also man kann da wirklich alles einstellen. Ich habe sogar, um das auch zu zeigen, mal gucken, ob wir sie finden werden. Terra beispielsweise hat ein anderes Sprite bekommen. Also es gibt sogar Sephiroth als Sprite. Es wurde dort sogar separat ein für viele Final Fantasy Charaktere ein Pixelbild als Profilbild gepixelt. Da haben sich Leute wirklich sehr viel Mühe gemacht. Nice. Also kann ich nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Also selbst eine Idea, die dort gepixelt wurde als Sprite, sieht übelst krass aus. Und dann sieht dann aus Final Fantasy 9. Also es ist richtig, richtig, richtig genial. Gerade bei solchen Sachen, du hast ja auch erwähnt, den Zelda 3 Randomizer, also siehe, den kennst du ja eh in und aus. Nicht? Aber du machst ja für dich da, wenn du den gespielt hast, ja auch eigene Charaktere dann rein, statt Link Sprites. Und sowas zu individualisieren, macht nochmal ein bisschen mehr Fun. Auf jeden Fall, ja. Ja, definitiv. So, jetzt haben wir die Fabrik auch hinter uns gelassen. Da kriegen wir auch nochmal ein Match des Zeit. Hat sich gelohnt. Zwei Hat Stück sich haben wir hier abgesagt. Ifrit und Shiva. Und Atma. Wow. Eine halbe Stunde drin und da kommt das Atma Weapon. Ich glaube, wir haben. Heftiger Endboss, sehr später im Spiel, ja. Können ihn vielleicht wespen zumindest. Er kriegt ein bisschen Sodbrennen. Das wird reichen. Das Gute ist, er hat halt ein sehr niedriges Level. Also es kann gut möglich sein, dass er, wenn er einen starken Zauber ausführen möchte, wie Flair, ich weiß nicht, wie viel da jetzt gerade bei ihm notwendig wäre, um den zu casten, dass er zu wenig hat. Und dann sieht man oben links nur die Anzeige, sorry, need more MP. Ah, okay, ja. Vanilla Game hat er, glaube ich, müsste jetzt lügen, ich glaube,
36.000 Schaden ungefähr. Der ist natürlich jetzt auch runterskaliert. Wir machen halt verhältnismäßig jetzt trotzdem sehr wenig an Damage. Lock tanzt erstmal in den Mai. Ja. Ja gut, es geht ja noch vom Schaden her. Hey! Wow! Oh, Lock, warum? Verräter! Was soll denn das? Ist er noch vergiftet und tanzt im Kreis. Lock, du machst mich fertig. Oh, nochmal! Wow. Hör auf damit! Das ist nicht mehr lustig, Lock. Ich müsste mal gucken, vielleicht... Hast du noch... Super Ball, könnten wir einmal auf ihn schmeißen. Beziehungsweise, ich habe nicht darauf geachtet, ob wir vielleicht noch eine Ward gekriegt haben. Die könnten wir auch verwenden. Aber es sieht nicht... Doch, da! Wir haben eine Thunder Ward. Die Wards sind relativ cool im Rando und wichtig, denn sie machen... Nice. Yes. Sie machen im Grunde genommen Bolt 3 Damage. Also man kann dann Bolt 3 Schaden durchführen, ohne Bolt 3 gelernt zu haben. Deshalb, wenn man irgendwo einen Shop sieht, wo Wards sind, dann nimmt man die auch gerne mal mit. Und jetzt haben wir auch mit Celeste Ultima sehr gut gerade gelernt. Verdammter Lock. Ja. Der war gar nicht verwirrt, der war straight up gegen dich. Der hat noch mal ein bisschen den Schwierigkeitsgrad hochgedreht. Ja, der war auf jeden Fall sehr verwirrt in einem Lockdown. Wie viel hat Cure? Okay, Magic Power plus 2. Ist okay, aber nicht besonders jetzt hier für jeden Level Up. Relativ gut ist, wir haben zumindest einen Cure-Zauber bekommen. Mit Ifrit. Ja, Cure wäre hier Statuswert, oder? Oder ist auch Hitpoints? Nein, ist tatsächlich Vita, wenn man so Ach, will. Vita, also, okay, gut. Mhm. Ja. Ein bisschen anders übersetzt noch als die Standard-Benamung, die wir später hatten. Da war ja, also gerade zu Super Nintendo-Zeiten hat man sich ja nochmal erst gefunden. Ne? Hier hast du ja auch eher Fire, Fire 2, Fire 3 und nicht Fira, Firaga, wie man es später kennt. Genau, richtig. So, als nächstes werden wir jetzt, denke ich mal, zu Doma gehen, denn wir haben ja auch Cyan. In Doma gibt es einen Anfangskampf, da sehen wir auch die kurze Cutscene gleich. In dem Fall jetzt Cyan, der dort gegen den Commander eigentlich antritt. Und wir haben die Piranhas von den Baron Falls. Guter Commander. Ja. Ja, die wird man auf dem Floß bekämpfen sonst, ne? Richtig, genau. Dann sieht man auch, wie die unten aus dem Wasser rauskommen hier. Witzig ist auch, wo wir vorhin über die Objectives geredet haben, also man kann sich seine persönlichen Quests zusammenstellen und das wirklich sehr lang. Also von Gegenständen, die man dafür erhält oder Statuseffekt. Ich habe letztens gehabt, da habe ich es leider falsch eingestellt, aber da war Play the Opera und dann hatte ich das auf Random gelassen und dann war das so eingestellt, dass alle Charaktere automatisch im Status sind, aber dauerhaft. Okay. Für das gesamte Spiel. Und das war dann doch etwas sehr nervig. Und genauso gibt es halt auch die Questmöglichkeit wie Suplex The Ghost Train. Ja, natürlich, das muss sein. Muss eigentlich sein. Man hat halt nur das Problem, wenn man das als Quest drin hat und das als Objective fürs Endgame ist, dann musst du halt das Spiel so lange spielen, bis du den Charakter gefunden hast, der das entsprechend auch nutzen kann. Ja, das kann schwierig sein. Du hast Alexander gefunden. Genau, da haben wir 100% Hitpoints. Das ist auf jeden Fall ziemlich nice, ja. Hier springt das Spiel aber nach der Anfangs-Cutscene quasi schon in den Post-Zustand, ne? Richtig, genau. Doma Castle schon ziemlich kaputt. Wir haben hier jetzt noch ein paar Items, die wir mitnehmen können. Ansonsten ist es das hier im Grunde schon gewesen. Wir sind jetzt bei 3 S-Bahnen insgesamt und haben 4 Charaktere. Gerade am Überlegen, was wir als nächstes machen.
Die Tunnel-Armor müsste auch möglich sein, wo Celeste und Locke nach der Flucht aus Haus Figaro auftauchen. Aber wir können erstmal die Opera machen. Alright. Da haben wir insgesamt zwei Checks drinne. Einmal der Ultraskampf und dann zusätzlich noch das, was wir jetzt hier machen, und zwar in die Oper gehen. Ist der Text immer gleich oder ist der auch randomized hier? Oh, das wäre böse. Aber nein, der ist gleich. Okay. Genau, es ist ein bisschen verminigamed. Mm. Hier, dass man, also die Sequenz ist so, dass man hier Dings als Setzer anlocken will, den größten Dieb, der unterwegs ist, und der will, wie ist sie, Maria hier, die Opernsängerin, oder? Ja, korrekt. Würde er gerne entführen, nennen wir es mal so. Und Celeste übernimmt dann die Rolle des Lockvogels, die dann hier in der Rolle als Maria anfängt zu singen. Und dann kann man Minigame-mäßig die richtigen Zeilen sich dazu holen. Ach, was für eine Stelle. Ich quatsche jetzt ein bisschen drüber, einfach weil ich werd tatsächlich immer so ein klein bisschen emotional bei der Musik. Ist wirklich super. Und du musst den richtigen Text natürlich wissen, damit du das Richtige klickst. Ja, du musst sonst wieder von vorne anfangen, meine ich, wenn du den nicht die richtige Zahl dann weitermachst. Falls ihr da das Pixel Remaster mal gesehen habt, die Oper wurde vertont mittlerweile im Pixel Remaster mit gesungenen deutschen Texten auch in der deutschen Fassung. Die kenne ich noch nicht. Also gar nicht mal so schlecht. Ja, lohnt sich echt mal auch alternativ zu sehen. Also das ist natürlich, das ist auch super. Und gerade das ist super, aber dass sie sich da extra für die Szene die Mühe gemacht haben. Und vor allem in etlichen Sprachen dann auch noch. Ob es jetzt Koreanisch, Englisch, Französisch, Portugiesisch, da ist alles dabei. Aber sowas lohnen sich auch die Final Fantasy Konzerte, falls man auf eins mal gehen kann, bei Gelegenheit. Der Ultros-Kampf, es ist nicht garantiert, dass es Ultros ist, den wir dann bekämpfen, oder? Nein. Hm. Also da kann auch jemand anderes sein. Was schade ist, man hat dadurch das Battle-Theme nicht. Ach, weil das finde ich auch ziemlich genial. Ja. Nach dem Moment, wo der im... Oh, jetzt bin ich ja am Sammeln und Sammeln. Ja. Er wartet, jetzt will mit ihm tanzen. Weil die Musik ist eigentlich auch ziemlich gut, nachdem der Impresario dann sagt, spielt die Musik, und dann kommt das Battle-Theme und es ist richtig gut. Aber dafür müsste wirklich der Vanilla-Ultros da sein. Und wir haben es vermasselt. Ich war zu langsam. Ich habe nicht gesehen, dass sie unten schon stand. Oh nein. Oh, das heißt das Timing, jetzt, weil du nicht rechtzeitig hingegangen bist, oder? Ja, ich hab's total durchs Quatschen gerade verpeilt. Ja. Wir haben dich abgelenkt. Das gilt tatsächlich als Game Over direkt. Richtig. Ich hoffe doch, aber ich müsste gespeichert haben, ja. Wir müssen nur einen Kampf gerade noch nachholen. Das lernt man immer im schlimmsten Moment. Warte mal, habe ich noch rechtzeitig gespeichert? Ja. Hier sind wir. Jetzt wissen wir es. Jetzt mal gucken, ob der Verräter Lock immer noch mal so auftritt. Ah, du weißt ja jetzt, du hast ja das Rod. Ne? Das kannst du ja immer noch mal benutzen wieder. Das war Shiva. Cute. Ah, da ist sie. Wie viel? 2.500 Schaden gemacht. Vielleicht reicht das ja auch schon, wenn der Verräter nicht wieder heilt. Oh. 4.000! Boah, geil. Das waren die Balls gerade, oder? Ach, das waren die Balls? Der Superball macht tatsächlich random Schaden. Jetzt hoffen wir mal aufs Beste.
Ach, boah, easy. Sehr gut. Keiner Level 4. Puh. Right. Das ist das schönste Geräusch bei Bosskämpfen, wenn die dann ja. langsam sich auflösen. Immer sehr angenehm. Ach. Ich konnte mir das Spiel damals erst viele Jahre nach dem Release zulegen. Also es gab es ja schon seit 94 in der US-Fassung. Aber ich habe es irgendwann von der Hamburger Tauschbörse hier bekommen. Ich weiß, es war zu der Zeit, wo ich den Führerschein gemacht habe damals. Parallel kann ich schön Final Fantasy 3 damals spielen. Leider mit den deutschen Adaptern ein bisschen buggy. Wer damals sich noch damit rumärgern musste. Das sind jetzt diese Adapter, wo du hinten noch ein Modul reinmachst. Genau, musstest. So Honeybee, AD29, ja, wie die alle hießen. Du musstest so ein deutsches geil. Modul hinten reintun, dann konntest du ein US- oder Japan-Modul vorne reintun für diese Lockout-Chips. Das Ding war, dass du kaputte Menüs teilweise hattest. Also wenn du schlafen gegangen bist in einem Zelt, auf der Oberwelt zum Beispiel, war die Grafik durcheinander, hat sich danach okay. korrigiert. Und das Spiel ist regelmäßig ein paar Minuten in den Abspann rein abgestürzt. Hm. Das heißt also, ich habe den fertigen Abspann erst mit der PlayStation 1-Fassung gesehen, nach 4-5 Jahren ungefähr. Genau, machst du den Check jetzt hier nochmal, das, was du mit Cian gemacht hast? Hier gab es genau. Alexander, ne? Hier gab es Alexander, genau, unsere dritte Esper. War mir schon auf die... Ich habe auch mal gehört, dass es wohl damals wohl auch erst geplant war, dass es in Europa rauskommen sollte und dass wohl auch Claude Mäuse die Übersetzung für machen sollte. Ich hatte mal einen Podcast gehört mit Mäuse. Aber dann haben die Japaner von Nintendo das nachher noch gecancelt. Ich glaube, die haben das dem Markt damals in Europa nicht zugetraut, dass da der Markt da ist für. Hm. Ja, das ist super ärgerlich. Also, ich habe vor langer Zeit meinen Frieden mit den Mäuse-Übersetzungen gemacht. Die haben ja auch einen gewissen Charme gehabt. Auch wenn jetzt nicht die Kannibalen aus Secret of Mana die Lindenstraße mit ihm gucken müssen. Oder der Junge aus Terranigma das neue Spiel vom FC St. Pauli gucken möchte. Mhm. Aber ja. es hatte was. Aber ich finde es echt schade, auch gerade in der Hinsicht, also zum Glück konnte ich da zumindest schon mich selber umschauen und ohne die Hamburger Tauschbörse hätte ich an die, ach endlich, da wollte ich sagen, freue ich mich die Musik in der World of Ruin. Subject for Friends. Ja, hätte ich mich nicht mit den Spielen dann versorgen können und nur in den Zeitschriften die ganze Zeit dann davon gelesen. Mhm. Nintendo hat auch wenig hier zugetraut den Käufern, dass sie solche Spiele nicht mit Spieleberater angeboten haben. Die Konsolen-Kiddies wüssten ja eh nicht, wie sie da weiterkommen. Selbst so ein Game wie Mystic Quest. Dann volle Pulle umgesetzt. Immerhin haben wir aber dafür Terranigma und Lufia bekommen. Terranigma haben wir nicht mal die Amis gekriegt. Ja. So, Partyteilung. Genau, in dem Fall ist das hier jetzt ein Dungeon, der ja so ein bisschen Koop-mäßig ist. Finde ich sehr stark umgesetzt. Als das im Spiel vorkam, als ich das erste Mal gespielt habe, war ich da mega fasziniert von. Auch wenn es sehr nervig ist mit den Random Encountern mitunter. Wir können diese jetzt aber ausschalten, sodass man dann auch flüssig sieht, wie der Ablauf hier in der Geschichte ist. Normalerweise hättest du halt nur entweder einen Moogle-Charm oder den Mog als Begleiter. Richtig. Damit du die Encounter ausschalten kannst. Hier kann man sehen, wo sich Resident Evil die ganzen Koop-Sachen abgeschaut hat. Ja. Dining Room. Ja. Ich denke mir an sowas wie Teil 6 oder so. Stell dich da mal an die Leiter, dann kannst du mir Teil 6 kann ich dir nicht viel von erzählen. Das habe ich ganz schnell wieder ausgemacht. Also den nächsten Resident Evil 6 Run von dir hier, ne? Ja. Nachdem du Cyber Shadow geblindfoldet hast. Ja, ja. Mit ausgeschalteter Konsole. Mhm. Ja, im normalen Spiel würde man hier Locke wiederfinden und man ist sehr verwundert darüber, dass die Kisten leer sind. Aber hier nicht, zum Glück. Hier nicht. Also hier kriegt man direkt die Items.
da die Cutscene, die sonst kommen würde, danach rausgeschnitten ist. So. Hier sieht man, wie Locke die Kisten geleert hat. Ja, das ist quasi ein Prequel. Genau. Fast die Frage gestellt, gibt es ja eigentlich bei den Rätsellösungen so Rando-Elemente? Wir haben einen Randomizer, da ist so viel random. Weil die Rätsel selber waren ja relativ fix. Sowieso, ja, da müssen wir auch nur sagen, zufälliges Ergebnis. Ja. Ja. Aber es ist trotzdem sehr abwechslungsreich gemacht, also... Die ganze zweite Hälfte von dem Spiel, wenn man das mal so sieht, ist halt ein komplettes Open-World-Fest, ne? Also außer jetzt die erste Anlaufstelle, man findet ja Saban als erstes, dann wieder. Genau, im brennenden Haus. Genau, aber sobald man dann Setzer gefunden hat mit dem Luftschiff, dann hat man freie Hand im Spiel und das fand ich ziemlich cool. Das war ja so eine sehr ungewohnte Struktur für so eine Art von Spiel. Also das ist ja eher auch eigentlich das Gefühl, oh, du hast jetzt schon deine 20 plus Stunden gespielt, hier kommt der große Endboss-Fight. Nee, ist die Halbzeit hier, mein Freund. Das war, also ich habe mit offenem Mund da gesessen. Also ich war mir zu 100% sicher, dass die Floating Island, der Floating Continent, die Endstation in dem Spiel ist. Und dann auf einmal, das ist nicht euer Ernst, das habt ihr nicht gemacht. Ist auch sehr aufgebaut wie ein End-Dungeon. Ich meine, du hast aufwendige Kämpfe, du hast wirklich einen aufwendigen Dungeon mit Partyteilung vorne dran. Also es gibt mehr als genug Content. Und der gerade auch in der zweiten Hälfte mit dieser zusätzlichen Freiheit, wie du was angehst, wen du zusätzlich holst, kannst ja eigentlich da auch schon relativ schnell im Originalspiel ab einer gewissen Zeit. Muss nicht alles machen, aber schau mal, ob du überhaupt mit dem Endboss hier mit in Kefkas Tower und so weiter zurechtkommst. Ja. Und ich finde auch, in der zweiten Hälfte hat die Schwierigkeit dann rapide zugenommen. Also wenn man nicht gut vorgelevelt hat, dann konnte man da auf jeden Fall sehr in Schwierigkeiten kommen. Weil man halt am Anfang ja nur dann Celeste hat. So, ich hoffe, der... Uff. Das ist einer der Drachen. Das ist einer der Drachen. Du hast gerade gesaved, den kriegst du bestimmt One-Hit weg. Oder eher dich. Ja, wahrscheinlich eher. Also die Drachen sind in dem Sinne kein Check. Es wäre in dem Fall, da wir sie nicht benötigen, unnötige Hochskalierung des Levels der Gegner. Das Einzige, es können halt mit Glück gute Items drauf sein. Aber ob es dann der Fall ist, ist wiederum eine andere Geschichte. Nachher ist es nur eine Potion. Dafür lohnt sich der Aufwand dann nicht. So, dann beide Gruppen einmal noch auf den Knopf und dann werden wir gleich sehen, was hier hinter ist. Was haben wir hier denn? Und das ist der, stimmt, das, ich dachte jetzt Vogel, aber das ist der Charakter, den wir jetzt hier drinne haben. Das ist jetzt quasi ein Vogel. Also es gibt auch einen Vogelsprite, den man quasi aber verwenden kann. Aber es ist Terra, oder wie? Es ist Terra, also selbst wenn man den jetzt umbenennt, steht immer noch oben der Originalname drinne. Okay. Wild. Und Terra nehmen wir auf jeden Fall mit rein. Damit Burn it up! Whelm leider ausgedient. Terras are Jerks. Genau. Und auch Terra macht jetzt einiges auf. Vor allem eine interessante Location ist dort das Imperial Camp, das wir jetzt erstmal looten können. Vergleich das immer ein bisschen wie in A Link to the Past, wenn du das Hype Cave. So ist das hier die Hype-Hütte. Okay. Denn hier haben wir einiges an Kisten drin. Okay. Um diese Kisten zu bekommen, muss man quasi bei dem Bankett mit dem Imperium alles richtig machen. Oder beziehungsweise fast alles richtig machen. Ich glaube, wenn man alle Punkte bekommen hat, alle Gegner besiegt hat,
oder Soldaten umgestimmt hat und so. Oh, da war die Kettensäge. Mhm. Da waren noch keine Tools. Hat sich jetzt aber nicht so gelohnt. Ja. Edgar ist eh noch nicht. Ja. Wobei, genau. Den Skill könnt ihr auch andere haben. Ah, ne? Stimmt, ja. Richtig. Ja, und hier haben wir den nächsten Dungeon, Sealed Cave. Sealed Cave, finde ich, hat auch ein sehr cooles Sound-Theme. Sealed Cave, war das mit Terras Eltern, oder? Das ist quasi jetzt der Weg eigentlich dorthin, wo Khafgar auftaucht, also zur Esper-Höhle. Dann haben wir das Safety-Bit. Das hat mich damals ja auch Nerven gekostet, okay. Warum auch immer ich jetzt gerade reingefallen bin. Dragonhorn. Ja, das Dragonhorn. Genau, so. Die Murasame. Oh. Das ist für Cyan, oder? Ja, aber auch hier ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, die Waffen, das kann auch sein, dass ein Cyan keine Schwerter beispielsweise verwenden kann. Ach nö, das wäre ja doof. Mhm. Er spielt nur noch mit Blastern. Das ist nervig. Mochte ich auch nicht damals. Hm? Hä? Das ist seltsam. Fehlt da ein Stück? Nee, oder? Normalerweise kann man tatsächlich dort rüber gehen. Jetzt müssen wir den Vanilla-Weg nehmen. Hä? Das ist gerade sehr eigenartig. Hä, wieso kannst du denn da nicht rauf? Sieht jedenfalls so aus, als ob wir sind. Es verschwindet nicht, aber vorhin waren wir unten auf dieser Quertreppe. Ja. Also ich weiß nicht, woran es liegt, also es scheint hier... Vielleicht mal den Raum resetten? Irgendwas ja, ist hier? Vielleicht wäre das... Ja, das wäre vielleicht ganz sicher nicht. Weil irgendwas ist hier gerade verkehrt. Ja. Weil normalerweise kannst du im Rando unten links nach rechts rüber gehen. Und rechts bewegen sich jetzt die Platten gar nicht. Ja, da sieht's auch schon eher so aus. Sieht schon anders aus. Ja. Genau, jetzt geht's. Okay. Ja, da fehlt also, ja auch irgendwie eine Platte vorhin da unten. Ja. Das war komisch gerade. Ja. Das war auf jeden Fall gerade sehr seltsam. So, ein Thunder Shield ist auch nicht schlecht. Das Pixel Remaster hat mir auch einige Sachen nochmal aufgezeigt, wo ich dachte, ach was, da gibt es auch Sachen. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber im Boden sind Gegenstände versteckt. Oh. Meinst du hier speziell in dem Dungeon oder allgemein? Ja. Also hier im Dungeon speziell. Kann's gleich mal bei einem zeigen. Ich meine, sie haben die Sachen Vanilla gelassen, weil sie dann halt nicht so wichtig sind. Mhm. Weil es dann schon etwas fies wäre, dann die Sachen abzusuchen. Oh, ist der aber ein Vogel? Hier beispielsweise. There's something under the ground. Da ist dann im Viz Edge beispielsweise. Hm. Und es gibt noch einige. Da ist zum Beispiel ist auch eine. Die Sachen haben sie aber Vanilla gelassen extra. Mhm.
noch ein Thunder Shield. Also es kann sein, dass ich es wusste, aber ich muss ja nochmal checken, meine Unterlagen. Mhm. Ein FAQ musst du nochmal checken. Ja, ja. Das ist für mich wahrscheinlich auch jetzt komplett neu, ja. Wenn ich es dann nochmal durchspiele, nehme ich aber die Lösung dazu. Im Pixel Remaster haben sie es so gemacht, die Stellen, wo das der Fall ist, die sind eingefärbt. Mhm. Weil gerade für die Leute, die dann Achievements sammeln etc., da wäre es dann natürlich doppelt ärgerlich. Klar. Wo sind denn jetzt noch Kisten? Mhm. Stimmt, beim Pixel Remaster sind ja auch Kisten-Counts drin, ne? Also genau. Du kannst dir ja angucken, wo noch welche Kisten sind, in welcher Umgebung, wie du die nehmen kannst. Was ja praktisch ist, sowas. Also hätte ich auch gerne in den Standardspielen drin gehabt. Es nimmt natürlich aber ein bisschen den Surprise-Effekt dann raus, ne? Definitiv, ja. Aber auch den Grind, also das Suchen. Das auch. Edgar. Hey. Ja. Da haben wir Edgar. Wäre natürlich jetzt interessant zu wissen, was er für eine Fähigkeit hat. Amanda hat das Sabins-Fähigkeit. Können den gerade mal austauschen. Er ist ein Slot. Ja, Slot hat er. Ja, Slot, und er scheint auch Magie zu haben, weil er hat ja noch nichts ausgerüstet. Also er hat auch natürliche Magie erhalten im Spiel. Mhm. Slot ist die Setzerfähigkeit. Da machst du so Münzenwurf mit Slotmaschinen. Genau, in Final Fantasy VII gab es ja auch sowas ähnliches, ja, glaube ich, bei... Ja, mit und harte Glitches, genau. Gab es da damit. Wir müssen jetzt umlernen, Sia, ne? Du weißt, wie der korrekte Name ist. Ketshi. Ketshi? Ketshi. Ach, echt? Ja, es ist ein gälischer Name. Da müssen wir uns bald umgewöhnen. Dann war ich mit meinem ersten, das erste Mal, als ich den nämlich ausgesprochen habe, habe ich Ketshit gesagt. Also Ketshit, fast richtig. Ketshit ist richtiger als Ketshit. Ja. Ich meine, er ist fast eine Katze und ist ein Sith Lord. Ist doch klar. Ketshit. Aber bin ich lieber nochmal eine Runde Tomb Raider spielen gegangen. Ja. So, jetzt wenn du natürlich, also würdest du Edgar in die Party nehmen, dann musst du natürlich jetzt Verzicht leisten. Nee, tut er nicht. Nee. In dem Fall verzichte ich tatsächlich drauf. Edgar ist zwar ganz cool, aber Sabin ist eh viel cooler. Du weißt nicht, was der für eine Fähigkeit hat. Vielleicht ich wette, er hat hier eine richtig geile Fähigkeit. Ich sagte, Sabin ist der Blue Mage hier. Oh, ja. Und Terra hat Jump als Command. Das ist die Gau-Fähigkeit, ne? Jump kriegst du eigentlich, wenn du die Jump-Boots angelegt hast. Ah, okay, okay. Wie ist dann, mit was springt man dann mit Gau in die Gegnergruppen rein? Was war da der Befehl nochmal? Mit Rage. Das war direkt Rage, okay. Genau. Also unter Rage hat man die Angriffe drin und ich glaube, das andere, womit da drauf springt, das ist automatisch. Das ist, glaube ich, Leap. Leap oder? Heißt das, glaube ich. Okay, ja, ey. Long ago. Aber ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, kein großer Gau-Fan. Ja, ist auch viel zu viel Aufwand. Ja. Also im normalen Fall. Aber ich habe es einmal gemacht, wirklich die Liste so voll zu machen, wie es geht, aber brauchen tust du es nicht. Mhm. Aber es gibt halt ein, zwei krasse Spells, die wirklich overpowered sind, aber ja. Ja, wenn man halt wirklich alles von ihm raushaben will, na, also dann braucht man auf jeden Fall einige Stunden dann im Welt. Und das Blöde ist halt, man wird dann im Welt ja auch nicht mit Erfahrungspunkten belohnt, sondern nur mit Magic Points. Und das macht es dann halt auch nochmal ein bisschen, ja, nicht so geil. Also wenn du allgemein so zum Grinden, es gibt ja, wenn du einmal Bescheid weißt, was so die guten Kombos sind und die guten Stellen. Oh, okay. Ich mach das auch erst, wenn ich die Esper dann zusammen habe und weiß, wie ich die Leute dann aufwerten will, dann schön Vanish Doom Combo. Mhm. Ne, und schön erstmal die Level purzeln lassen. Ja, hier haben wir gerade gesehen, das Offering lag hier in Figaro. Das ist das, was ich meinte. Also hier gibt es. Das war nochmal Offering. Offering ist, das wandelt den normalen Angriff in X-Magic um. Hm. Und damit kann man dann viermal angreifen. Ja, oder hintereinander. Ja, 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 oder genau. X-Cut ist es für physische Angriffe, ne? Ja. Oder? Ich weiß es auch nicht mehr.
Und wenn man im Grunde genommen dann noch den Genji-Glove angelegt hat, womit man in jeder Hand eine Waffe tragen kann, dann kann man insgesamt mit einem Charakter in einer Runde 8-mal zuschlagen. Mhm. So, der Check hat sich jetzt aber nicht gelohnt. Die Hoffnung war jetzt da eher, dass dort auch ein Charakter noch wäre oder beziehungsweise das wird dort. Ach ja, wir haben jetzt Terra, dann gehen wir nochmal nach Narsch zurück. Dass wir da noch eine Esper kriegen, aber das ist jetzt nicht der Fall gewesen. Grundsätzlich bräuchten wir auch nur noch einen Charakter und dann müssten wir auf Esper-Jagd gehen. Mit Glück hat man zwei Esper auch im Auktionshaus drin. Das Auktionshaus gibt es in der World of Balance und in der World of Ruin. Und es kann sein, dass man im Grunde keine Esper da drauf hat. Man sieht es immer an einem Hinweis. Können wir uns gleich danach mal angucken. Oh, da haben wir schon einen. Das Number 24 ist der Magic Factory. Mhm. Alter, Terra. Sie jumpt hoch. Komm, Ultima. Hau Ultima drauf. Das sollte auf jeden Fall schon wehtun. Boah. Ja. Boah. Burn up. Wie kann sich ein Vogel fallen lassen? Hört der Vogel einfach auf, mit den Flügeln zu schlagen und dann der Fallschaden, der dadurch entsteht? Ganz weit hochgeflogen ins All und dann mit dem Schnabel runter. Ja, genau. Trotzdem nur 400 Schaden gemacht. Ja gut, der Schnabel ist ja nochmal ein bisschen so Piercing Damage. Ne? Vielleicht kann er noch Bleed verursachen. Und Kopfschmerzen vor allem. Ja, das auf jeden Fall. So, dann hatten wir, ich glaube, hier das schon durchgelernt. Nee, sie hat es noch nicht. Gerade mal gucken. Ifrit ist frei. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Dann brauchen wir uns jetzt auf Charakter. Also es gibt einige Spots, wo halt Charaktere und Esper sein können. Aber es gibt auch Spots, wo nur Esper sein können. Im Grunde muss ich mich jetzt nur noch auf die Checks konzentrieren, wo überwiegend die Esper sind. Mhm. Den Gogo kannst du da nicht holen, ja? Der da aus dem Fenster Gogo guckt. Ja. Wäre jetzt aktuell noch nicht möglich. Wir bräuchten dafür Umaro, weil ja eigentlich Umaro an der Stelle sitzen ja würde. Und dann könnten wir den Check machen. Okay. Immer schön saven. War immer eine coole Combo damals mit Shadow 8-mal zuschlagen und das Ganze immer mime. Direkt genau. Der zweite nochmal. So, ihm lassen wir das. Ja, die Urversion von Final Fantasy 3 US war, also ich meine, das kann man wahrscheinlich auf die japanische Version auch umlegen, aber ein bisschen buggy hier und da. Es gab so manche, ich weiß nicht genau, was war, so Statuswerte, die falsch rum angezeigt wurden oder so, wo ja, Items dir, was weiß ich, so Magic Defense oder sowas meine ich, gab es ja irgendwie so Probleme, manche Sachen angelegt und auf einmal hast du eher weniger gehabt als vorher. Ich denke mal, das wurde aber auch hier mit dem, da eh so viel gemacht wurde für den Patch hier mit dem Randomizer. Ja, wahrscheinlich. Man soll sich auf die Zahlen verlassen können. Außer dem Fehler, den wir vorhin gesehen haben mit diesen komischen Plattformen. Ja, ja, das wo er den Raum resetten musste. Das ist Bugtesting. Okay. Also, das ist auch noch nie passiert. Also, ich habe es vorher noch nie erlebt. Mm. Never happened before. Oh, hier war es schlimm. Ja. Das war doch hier mit der großen Treppe, oder? Ah, ja. 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 Was ist die Uhrzeit? 18.15 Uhr? 16.50. 16.50, ja. Und ich bin ganz ehrlich, ich weiß bis heute nicht, wie man komplett die Zeit rausbekommt. Ich habe es irgendwann dann in der Tat nachgeschaut. Gebe ich offen und ehrlich zu. Das ist in Ordnung. Das wird, glaube ich, keiner nachrechnen. Hat es jemand von euch so rausbekommen?
Ich weiß es nicht mehr, weil also bei mir ist es sehr lange her. Es kann gut sein, dass ich es auch nachgeschaut habe. Weil ich da hier. Ich bin halt immer so, wenn ich irgendwie zu lange an einem Rätsel hänge. Ja. Und irgendwann keine Lust mehr habe, dann schaue ich halt nach. Ja, es kann sein, dass es zu einer Zeit gespielt hat, wo man gar nicht nachschauen konnte. Ja. Ja, gut. Das wäre das Problem gewesen. Aber ich weiß es leider auch nicht. Ich weiß aber auch, ich habe es tatsächlich das erste Mal, als ich es durchgezockt habe, habe ich auch ab und zu in einem FAQ nachgeschlagen. Deins war leider nicht auf Englisch, sonst hätte ich vielleicht eins geguckt. Ja, ja. Ich habe deins nicht gefunden. Es ist nicht so, dass du kein Deutsch kannst. Nee, ich wusste halt nicht, dass deins auch auf Game FAQs ist. Ja, das Ding ist, dass die nicht-englischen Lösungen, die sind unter International. Deswegen habe ich wahrscheinlich nicht gefunden. Aber ich habe die auch erst zur PS1-Version erstellt. Hm. Also erst ab 2000 gab es die. Ja, ich musste das Spiel erst nachholen. Das ist praktisch also, du hast ja schon ausgeführt, was an der PS1-Version nicht so toll war. Was man immerhin machen konnte, da gab es so ein paar sehr schöne Gegnerbeschreibungen und so, dass du sehen kannst, wie viele Hitpoints die so haben. Ich habe die damals mit dem Action-Replay und dem seriellen Kabel ausgelesen, damit ich die als Screenshots in meine Lösung mit verbauen kann. Das heißt, pro Screenshot musste ich dann ungefähr 30, 40 Sekunden warten, bis der ausgelesen wurde aus dem Buffer der PS1. Ja. Bisschen Ultima hilft immer. Ach, wie nice. Ah ja, die Klauen sind weg. Oder zumindest die einen. Bei doch, bei. Der ist so komplett weg, oder? Nee, doch noch nicht. Nee. Wir sind jetzt bei, gerade überlegen, wir haben insgesamt 7 Charaktere und 3 Esper. Sind wir jetzt bei 10 mal 2, müssen die Gegner jetzt auf Level 20 sein. Es gibt übrigens ein Level Cap, also die Gegner können nicht höher vom Level werden als Level 40. Ich weiß nicht, weshalb das so eingestellt ist. Man kann es auch anpassen, dass es anders ist, aber das ist die Standardeinstellung. 34.000 Experience ist natürlich not bad. Mhm. Ja. Im normalen Spiel würden die Gegner, meine ich, jetzt auch nichts Falsches sagen, aber würden die keine EXP geben. Mhm. Crusader hast du gekriegt. Was macht der? Live 3. Nice. Oh, sehr schön. Das ist sehr wichtig. Also, man braucht Live 3 eigentlich nur ein einziges Mal im One. Im besten Fall. Und das ist halt während des Endboss-Fights. Weil, wie vorhin erwähnt, wenn du richtig Pech hast, dann, ich hab doch noch Warpstones. Dann ärgert dich das Spiel. Und ich habe schon mal die richtig bad RNG gehabt, dass die letzte Phase einen einzelnen Charakter zweimal mit Tod versehen hat. Und dann hatte ich den dann gegenüber Kefka nicht mehr. Und dann hast du auf einmal einen unausgerüsteten Charakter dann in der Truppe drinne gehabt. Ja, das dann kommst schön. Du ins Trudeln. Und dann war es auch noch mal hier Celeste, die ich komplett auf Heilung und Magic gepusht habe. Das ist dann mega ärgerlich. So, als nächstes gehen wir, denke ich mal, nochmal in die World of Ruin. Wir hätten dort jetzt noch, es gibt Fun Baba, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Das ist ein Viech, was dort die Stadt bedroht und es taucht quasi in dem Moment auf, wo die Truppe das erste Mal Terra hier findet und Terra sagt, sie will gar nicht mehr kämpfen und sie hat auch nicht die Kraft für und dann aus Grund ihrer Muttergefühle gegenüber den Kindern sagt sie, nee, sie kann nicht mitkommen und beim Verlassen des Dorfes taucht dann das erste Mal Fun Baba auf. Auch der Boss ist hier gerandomized, aber erst in der zweiten Phase. Das heißt, Vanilla sehen wir jetzt in der ersten Fun Baba. Aber also, der sollte auch nicht viel zu setzen haben. Was man bei ihm sieht, Leg Day wurde auch ab und zu mal ausgelassen. Aber guck dir die Arme an. Ja. Und also
Wenn ich eine aufgeblähte Steroidenplauze gesehen habe, dann hier, ganz ehrlich. Da ist das Kreatin geflossen, aber ohne Ende. Wobei Honda von Street Fighter? Ja, nee, bei dem ist es, wer ist das, Chanko oder so? Der hat schon Muskeln. Ja, ja, der hat sich aber die angefressen und nicht angespritzt. Na gut. Der Atma wieder. Ja. Ja, hier haben wir jetzt die Version auf Kefters Tower. Die ist eigentlich nochmal eine Ecke stärker auf alle Fälle. Was hier ziemlich cool ist, wenn man hinten auf den Rücken schaut, zwar gerade zu sehen, diese kleinen Zahnräder, die sich dort bewegen. Ich finde, das ist ziemliche Liebe zum Detail, die dort damals verwendet wurde. Es zeigt, dass es maschinelle Teile da drin sind, ne? Ja. Da haben wir das erste Mal, glaube ich, heute die 9999 gesehen. Sehr gut. Der Max Schaden, den man pro Runde anrichten kann, weil einfach der Counter nicht größer ist. Kuschlag, ja. Oder Magie. Genau. Ja, und Saiyan hat jetzt das Offering ausgerüstet. Hätte jetzt gerade noch mal gucken können, ob der Genji-Glove noch vorhanden ist. Das Problem ist halt, es macht im Zweifelsfall gut Schaden, aber kostet halt auch Zeit, wenn er dann erstmal seine 8-mal halt dann zuschlägt. Ja. Hier werden wir jetzt auf jeden Fall auch eine Espa sehen. Konnte man eben wieder an dem Sprite sehen, der unten stand. Ja, du hast live gelernt, live 3. Genau, dann holen wir einmal wieder Terra rein und Lock. Da haben wir Short. Oh, nochmal Heilung. Ah, hat er. Was war das nochmal für ein Summon? Ich erinnere mich an den gar nicht mehr. An Short? Ich hab den auch schon länger nicht mehr beschworen. Ich könnte es jetzt auch gerade nicht sagen. Es gibt so ein paar da drin, also es ist gefühlt anders als in den anderen Final Fantasies, wobei es kann auch sehr viel mit der Übersetzung zusammenhängen, ne? Mhm. Vielleicht kennt man den unter einem anderen Namen noch anderswo. Ja. Versteinert, ne? Mal checken, Shout. Mhm. Es gab auch eine deutsche Fan-Übersetzung für Final Fantasy VI, die fand ich nicht ganz so gut gelungen. Wobei man immer sagen muss, Respekt an die Leute, die sich halt überhaupt dafür Zeit nehmen, das Ganze ins Deutsche zu übersetzen. Aber da hieß, im Nachhinein wurde mir sogar gesagt, das hat sehr viel Sinn wohl gemacht, aber da hieß Ramu beispielsweise Rama. Okay. Also nach dem Vorbild sozusagen. Rama ist doch eine indische Gottheit, oder? Ich dachte, es wäre eine Margarine. Das ja, genau, das war auch mein erster Gedanke, genau das hier. Ich suche nach Shout und jetzt gib mir hier, also Shout und Katoplebas. Gib Espa dahinter ein. Katoplebas ist ein riesiges Wildschwein. Ah. Warum auch nicht? So, jetzt gehen wir hier einmal in die Stadt rein. Hier gibt es einen Typen im Zen, der hinterm Baum steht. 33.452 müssten wir haben. Ragnarok. Die Magic Zeit Ragnarok. Hm. Oh, Vanish Life. Ja, zumindest dann nochmal Stamina plus 1. Aber das hatte Shout, glaube ich, auch. Ja. Was ich noch nicht erwähnt habe, das können wir aber auch jetzt gleich machen. Ich werde noch mal schauen, ob wir... Oh, Mega-Elixier könnte vielleicht später noch interessant werden, wenn wir keinen stärkeren Heilzauber fürs Ende finden. Es gibt ja das sogenannte Curse Shield, was man in der World of Ruin bekommt, in Narsh. Und im Vanilla-Game ist es so, dass man mit diesem Schild 256 Kämpfe bestreiten muss. Mhm. Und dann verwandelt es sich in das Paladin-Schild. Ja, das hatte ich. Ja,
Es ist sehr viel Arbeit, aber das Paladin-Schild hat die Fähigkeit, auch Ultima zu lernen. Und hier ist es gerandomized. Also es kann sein, dass wir einen Kampf brauchen, es kann sein, dass wir 10 Kämpfe brauchen für das Paladin-Schild. Grundsätzlich ist das Schild aber... Aber du musst es schon anlegen, oder? Ja. Ja. Ich meine, wäre jetzt in dem Fall nicht problematisch, da wir schon 2 Ribbons gefunden hatten. 2 schon, nice. Ribbon, und für die, die es nicht wissen, ist fast in jedem Final Fantasy mit drin. Meistens das beste Accessory. Und das macht dich immun gegen Statuseffekte. Genau, gegen alle dann meistens. Alle. Ne? So ziemlich. Also. Genau. Eigentlich alle, außer gegen Tod. Also gegen Condemned. Oh, da nehmen wir das Illumina auf jeden Fall. Das, Illumina, das stärkste Schwert im Spiel, neben dem Ragnarok. Ich glaube, das ist dann die auch Wahl. Auch für Celeste, oder? Möchtest du normalerweise? Das Ragnarok würde ich in dem Fall tatsächlich Saiyan geben. Aber er kann es nicht tragen. Okay. Interessant. Aber Locke kann es tragen. Einmal kurz hier umändern. Dann kriegt Locke das Offering auch. Genau. Geben wir ihm das. Und ich glaube, ich habe auch gesehen, dass wir den Genji Glove hatten. Aber du hast Genji Shield. Sicher. Aber nicht den Glove. Genji Shield war das. Ja. Okay. Ja, dann können wir das so lassen. Ja, und im Rando würde man jetzt hier in die einzelnen Räume auch nicht reinkommen. Man braucht Locke dafür, weil er halt den Dietrich hat. Mhm. Curse Shield 4. Easy. Also 4 Bosskämpfe haben wir auf jeden Fall noch vor uns. Das heißt, wir können es jetzt eigentlich irgendjemandem geben. Ja, krass. Und dann nach 4 Runden haben wir dann das Paladin-Schild. Der Vogel, ey. Genau, und gerade hier ist halt das Ribbon Gold wert, denn mit dem Paladin-Schild hätte man alle Statusveränderungen auf einmal, inklusive Konfus und was es nicht alles gibt. Und mit dem Ribbon ist es nur der Todescounter, der jetzt oben bleibt. Das heißt also, solange man die Gegner in einer gewissen Zeit platt macht, hat man da keine Schmerzen mit. Also das Cursed Shield meinst du erstmal, ne? Ja, genau, ja. Das Cursed Shield. Aber den Shield wollen wir ja noch bekommen. Ja, genau. So, der... Als nächstes gehen wir jetzt nochmal nach Doma Castle, jetzt hier auf einer Insel liegend, und werden dort in Saiyans Dream eindringen, denn Saiyan kriegt nicht ganz den Tod seiner Frau und seines Sohnes verarbeitet und trifft in diesem, also wird quasi in einen Albtraum hineingezogen, den er durchlebt, und wir wollen ihn aus diesem Albtraum quasi retten, und der wird dadurch getriggert, indem man hier schlafen geht. Mit ihm in der Party natürlich.
mit ihm in der Party. Und hier warten, ich nenne die immer Tick, Trick und Track, weil die halt, ja, die erinnern mich irgendwie daran. Das sind halt so drei Gestalten. Mhm. Habt ihr. Owain war der Name im Englischen des Sohnes. Ich vergessen. Genau, richtig. Wow. Und Name der Frau entfällt mir leider. Elaine war es, okay. Mhm. Hier sind dann Ozzy, Flea und Slash, ne? Nicht gut. Wir werden hier, denke ich mal, aber wieder dann einen anderen Boss sehen. Ich hatte sie letztens gerade erst wieder mal Vanilla hier gehabt. Also das kommt auch durchaus vor. Es wird Zeit für Ultros, finde ich. Ja. Ja, wir haben noch keinen Ultros gesehen. Ich hoffe, dass wir heute einen sehen. Oh. Final Endboss Ultros. Ja. Mit 3 Stufen. Ja. Und einfach mal 8 Millionen Tentakeln. Ja. Oh, und es ist du oh, eine mein. Der Säulen. Ja. Ja. Sub-Zero, jetzt nur noch Zero. Absolute Zero. Das Gute ist, wir haben jetzt schon allen Ultima beigebracht, außer Cyan, glaube ich, der hat es noch nicht. Ne, der ist noch dabei, dürfte es aber auch gleich haben. Von daher dürfte auch die Kategorie am Boss jetzt kein großes Problem mehr darstellen. Weshalb ich jetzt gerade hier in Science-Streams in Dream reingehe, sind insgesamt 3 Checks, die wir hier auf einmal machen und Chance, 3 S-Bar direkt zu bekommen. Mhm. Wenn wir hier jetzt 3 Stück drin haben, sind wir bei 9, brauchen wir nur noch 1 und sind fast schon so weit, dann in Kefkas Form vorzustoßen. Oh, der Schnabel wackelt, wenn sie castet. Yeah. Ja, es ist auch ziemlich witzig gemacht, wenn man mit dem Vogel als laufende Kreatur ja, über stimmt. die Map läuft und dann speichert, dann erscheint kein Zelt, sondern ein Vogelhaus. Geil. Ist es dann auch so, Vögel landen ja zum Beispiel da, wo Sid gerade versucht, sich auszukurieren, fliegen da jetzt Terras entlang auf dem Boden? Nee, das wäre tatsächlich nicht der Fall, das stelle ich mir lustig vor. Ja. Ab auf den Ghost Train. Aber suplexen kannst du nicht. Leider fehlt nicht. Sabin oder die Fähigkeit zum Suplexen. Ja, schade, dass wir Sabin noch nicht gesehen haben. Ja, eigentlich spielerisch mein Favorite-Character. Ja. Na gut, der hat seine Hadoukens sehen. Ja, eben. Aber wusstest du, dass die Hadoukens eigentlich viel einfacher sind, wenn sie nicht so Viertelkreis machen? Ja, ich weiß, ich weiß. Also ich musste das auch erstmal lernen. Man hat irgendwie so die Fighting-Game-Timings da drin, aber ja. eigentlich funktionieren ein bisschen anders. Du musst ja. dann so Tastenkombinationen machen, um die Moves mit Saber ja, unten vorne für einen Viertelkreis und dann Knopf. Und beim Timing muss man echt aufpassen. Also ich glaube, da hatte ich mich extra beim Lösungsschreiben nochmal hingesetzt und versucht, das vernünftig auszutarieren. Mhm. Weil sonst, wann muss ich drücken? Am Ende von dem hier muss ich noch ein bisschen warten. Ich weiß nicht mehr genau im Kopf, aber das war auf jeden Fall sehr wichtig zum Beachten. Ja, hier ist wieder ein bisschen Rätsel-Time. Wir haben diese 6 Truhen gerade im Vorraum schon einmal gesehen. Wenn man dort den Schalter umlegt, dann wäre es quasi so, dass... Ah nee, das war falsch. Dann wäre es so, dass die oben rechts... Und die beiden unten links und in der Mitte, dass die auf zugehen würden. Und das soll uns dann den Hinweis darauf geben, wie wir die Truhen hier zu schließen haben. Einmal diese, einmal diese, einmal diese. Und dann an den Hebel ziehen und die Wand geht runter. Das Lump of Metal, das ist dafür da, dass man die Kiste damit befüllt. Sonst würde die immer hin und her wandern, da wo wir gerade stehen. Und wenn das Stück Metall in der Kiste ist, dann ist sie quasi zu schwer und geht nicht mehr auf die Nerven. Ich denke mal, das haben sie deshalb Vanilla gelassen, weil du kommst hier ja nicht nochmal ein zweites Mal rein. Genau, es ist eine One-Time-Sequenz. Genau. Wenn sie durch ist, ist sie durch. Die Flashbacks hier. Flashbacks. Ja, der Geist, der hier läuft, eigentlich wäre es jetzt so, dass Cyan dort ja laufen würde.
Der Geist sagt uns aber jetzt auch schon wieder, dass es entweder ein Item oder eine Esper ist. Folge er mir. Und nun sind wir schon wieder in den Schlafräumen. So, aber ich das Bett benutzen kann. Beats. Rocket Beats. Oh mein Gott, es ist sogar ein Vanilla Wax Soul. Oh, unglaublich. Also hier ist er, sag ich mal, sie haben den ein bisschen umgestaltet, also dass er quasi seine Geister nicht in die eigene Party reinschickt, aber Vanilla ist der richtig unangenehm, der Boss. Weil du musst erst deinen eigenen Party-Member töten, damit die Seele von Wax Soul wieder rausgeht und du ihn dann bekämpfen kannst. Das ist richtig ekelhaft. Ja, muss ich entscheiden. Also gebe ich meinem Charakter viele Hitpoints oder eher weniger, damit ich das schnell machen kann. Aber dann riskierst du immer dann den Wipeout. Aber es gibt ja nichts, wo nicht ein bisschen Ultima gegen hilft. Ja. Und dann müsste das Cursed-Schild auch jetzt gleich zum Paladin-Schild werden, oder? Das müsste jetzt der vierte Kampf gewesen sein. Ist der vierte? Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Ich meine ja. Waren es vier normale Kämpfe oder vier Bosskämpfe, die man machen muss? Vier normale. Also okay. Das ist unabhängig. Kannst ja keine 200 plus Bosskämpfe machen beim Original. Ja, dann hast du Pech gehabt, ne? Oder du hoffst 200 Mal auf Ultros zu treffen. So, jetzt müssen wir den Hinweis dann bekommen. Nee, war noch nicht der vierte, also, scheinbar. Dann fehlt noch wahrscheinlich einer. Was gibt es hier? Ja, das ist eine Magic Sight, Stray. Und zusätzlich bekommen wir jetzt noch, da das Objective komplett ist, die 8 Sortex. Also der Charakter, der Sortex hat von Cyan, der hat jetzt auch direkt alle 8 dann freigeschaltet. Aber wir haben den Charakter noch nicht. Richtig, genau. Da ist nochmal HP plus 50 drauf. Das können wir gerne aktivieren. Wie war das mit Sortex nochmal? Du hast ja die verschiedenen Stufen. Musstest du das Secret of Mana-mäßig so einen Balken aufladen oder konntest du die auswählen aus dem Menü? Ich glaube, da war ein Balken. Ja, der ist langsam hochgegangen. Im Wendo geht der Balken etwas schneller hoch. Da ist sogar noch eine zweite. Golem. Und Golem ist neben Fenrir eine der Magic Sites, die im Grunde, oder Esper, die im Grunde bewahren können vor dem Todeskonflikt am Ende der dritten Phase im Endboss-Fight. Wir brauchen jetzt tatsächlich nur noch eine einzige Esper. Und dann Go-Mode, oder? Noch nicht ganz. Dann sind wir Oper. Im Go-Mode. Ach ja, die Oper müssen wir auch nochmal nachholen. Heben wir uns das Beste zum Schluss auf. Diesmal singt Gregor sogar mit. Speedrandale. Speedrandale. Du sollst den Text doch noch nicht jetzt verraten. Warte doch noch. Ich hab den umgeschrieben ein bisschen. Das beste Format auf Rocket Beans TV. Herrlich. Gänsehaut gerade gekriegt. Ja. Es ist eben Tenor, ne? So, hier haben wir das Auktionshaus, das gab es dann im Final Fantasy 9 auch nochmal. Und hier sehen wir jetzt den Hinweis Glowing Stone still available. Das heißt, hier sind noch Esper zu bekommen.
Und es kann einer der nervigsten Checks überhaupt sein. Denn wie man sieht, jetzt kommt eine Kiste. Was haben wir drin? Shadow Edge. Oh. Im Original gab es irgendeinen Trick, wie du das manipulieren kannst, dass immer der Richtige kommt. Aber ich weiß nicht mehr, wie der geht. Den kenne ich tatsächlich nicht. Du musst in einen bestimmten Zeitpunkt reingehen, wenn irgendein NPC komisch steht. Und dann gehst du da rein und dann ist es das richtige Item. Der richtige Cycle. Ja. Weißt du, wenn du das nächste Mal reingehst, die Chance höher, dass das Item kommt, was du willst? Oder ist es im Rando, du musst immer hoffen? Für mich wirkt es sehr random. Also meistens sind so 2 bis 3 Versuche und dann ist es da. Ah, guck. Ah, nice. Hm. Terrato. Wo ich gerade Terra lese, ich weiß nicht, ob es Zufall ist in Final Fantasy 9. Marduin ist ja in Final Fantasy 6 der Vater von Terra. Und wer Final Fantasy 9 gespielt hat, Aiko hat ja dort Marduin als Beschwörung. Und wenn diese ausgeführt wird, dann steht dort Terra-Homing als Angriff. Und ich weiß nicht, ob es eine Anlehnung an 6 ist, aber ich gehe fast von aus, weil das wäre schon sehr komischer Zufall. Ja, also ich würde sowieso immer davon ausgehen, dass das mit Absicht gemacht ist. Gerade 9 war ja mehr so ein Feiern der Serie an sich. Ne? Mhm. Ja. Als das letzte klassische Final Fantasy, bevor sie ein bisschen in eine andere Richtung gegangen sind. Da wird gern zitiert. Möchte ich all diese, ich möchte 8 und 9 gerne wie Final Fantasy 7 Remake haben. 1 bis 6 gerne auf eine andere Art nochmal. Wobei, ich hätte auch nichts gegen einen Final Fantasy 6 FF7 Style Remake. Also so mit dem Riesenaufwand und wirklich voll. Story hat das Game ja. Das nochmal neu. Und vor allem hier hättest du diesen ganzen Aufwand für so ein richtiges Fantasy-RPG und nicht dann so Steampunk. Ich glaube, das würde alleine wie die Opernszene hier wäre. Ja, und wenn ich dann noch drüber nachdenke, wie, sag mal, die ganze Szenerie aussehen würde nach dem fliegenden Kontinent, das wäre wahrscheinlich schon übertrieben episch. Ja, wobei, wir könnten vielleicht die Oper ändern, dann wäre es so J-Pop-Style. Nee. Wie die Tanzszene im Remake. What can I do for you? Die Tanzszene im Remake war okay. Die war auch okay, aber die ist halt anders. Die ist halt anders, da gewesen. Sie werden sich nicht trauen, die Oper zu verdancen. Hast du vorher gespeichert? Nicht, dass du das Tanzen wieder verkackst? Oder vergisst? Ich habe vorher gespeichert, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ziemlich sicher, aber nicht zu 100%. Ja, aber wäre auch nicht schlimm, weil dadurch wird nicht der vorherige Speicherstand geladen, sondern man steht einfach wieder vor der Stadt. Okay, das passt dann, ja. Aber jetzt, wo du es gesagt hast, dass es vertont wurde im Pixel Remake, will ich mir das mal reinziehen eigentlich. Also check's einfach mal aus. Ja. Also man kann sich, glaube ich, auch alle gesungenen Ausgaben bei YouTube anschauen, wenn sie mal hochgeladen. Ja, ich bin immer beeindruckt davon, es ist ja Super Nintendo Soundchip. Die haben es hinbekommen, dass es wie Gesang ein bisschen anhört. Ja, ein bisschen, ne? Die Töne passen fast auch überall genau vom Soundrhythmus her. Also, dass es halt vom Text dann so ist. Theoretisch könnte man es mitsingen, an ein oder zwei Stellen passt es nicht vom dem Zeilenmaß. So, schnell hin. Gut, so viel wollen wir das jetzt hier nicht machen. Ich meine mich noch an irgendeine GDQ-Nummer zu erinnern, wo die angefangen haben, da zu singen. Vielleicht
Und unsere das waren nicht mal wenig Leute. Ja, unsere Interpretation hat gereicht. Ja. Jetzt das Bouquet noch werfen. Ach, schön. Sogar eine Sternschnuppe. Ja. Aber jetzt müssen wir tanzen. Come on, Princess, wrap it up. Ja, mach mal schneller hier. Ich sage auch immer, wenn irgendjemand nach der Begrifflichkeit fragen würde, was ist Videospielgeschichte, that's it. Ja, und da haben wir Unlock Final Kefka Objective Complete. Let's go. Damit können wir zur Clown Party. Also, es wird auf, ja. Nee, wir könnten, aber kannst du auch schon von deinem Stand hier an Magien und alles? So ja. Quasi zum Bossfight, ja? Ja. Das Einzige, also der Kampf wird auf jeden Fall interessant werden in Phase 2. Du bist aber schon stark genug, oder? Ja, das auf jeden Fall. Gut. Auch ohne Stabbing und Shadow. Phase 2 wird da interessant werden, weil wir nämlich keinen Mute haben. Also ich habe jetzt nicht gesehen, dass das einer in der Party gehabt hätte. Hm. Beziehungsweise auf einer S-Bar war es auch nicht drauf, denn in der Phase 2, man kennt das eigentlich gar nicht, dass sowas bei Bossfights möglich ist. Aber man kann einen Teil des Bosses stummen, sodass er nicht zaubern kann. Ich muss ihn erstmal wieder rausnehmen wahrscheinlich. Genau. Also es ist auch die Reihenfolge sozusagen, die ganz linke Party ist dann die anfängt. Hm? Genau. So, der Mokwi hatte noch gar nichts gemacht, dann packen wir den dort mit rein, machen das so. Also im Regelfall sollte Celeste das alleine gewuppt bekommen. Ist halt auch immer die Frage, was für Bosse jetzt gleich noch auftauchen. Vogel ist fantastisch. Ja. Ja, das ist natürlich recht genau. Man muss auf die Bosse dann achten. Hier, genau, die klassische Partyteilung. So, dann brauchen wir noch die Muggle Charms. Da haben wir eins. Mhm. Einer pro Party reicht ja, ne? Einer pro Party reicht, genau. Deshalb extra für Kefkas Turm ist es standardmäßig so, dass man halt drei Stück dann auch hat. Ja, gerade wenn man den Randomizer halt auch Speedrun oder Competitive spielt, würdest du ja dann elendig lange in dem Turm hängen, wenn du keinen Muggelcharm hättest. Ja. Vor allem ist es auch krass, dass, also sehr, sehr gut eigentlich, dass die Gegner und auch die Bosse scalen mit ein. Das heißt, du kannst eigentlich jederzeit das machen, was du willst. Du musst nicht erstmal leveln, weil der Boss zu schwer ist oder so. Das finde ich sehr gut. Richtig. Ja,
einem richtigen Spiel, in Anführungsstrichen, mit einer klassischen Progression, würde ich es ungern haben. Da mag ich das mit Skalieren nicht so gerne. Das ist halt ein Rando. In dem Rando gibt es natürlich Sinn. Noch ein Genji Shield. Das ist das, was mich auch ein bisschen immer bei Final Fantasy VIII gestört hat, weil nur das? Dort halt auch das Leveln eher halt dann kontraproduktiv war. Genau, eins der Spiele, wo du eher nicht leveln solltest, aber schön erstmal dich hinsetzen am Anfang und von jeder Magie 99 ziehen. Mhm. Ja. kriegen wir sogar noch einen Ribbon. Sehr schön. Sollte auch das richtige Laufband nehmen. Im Originalspiel, wie viele Moogle-Charms gibt es im Original, kann man haben? Ich glaube nur ein, oder? Also eins liegt auf jeden Fall da, wo der Mogwai ist. Wo der in Nah steht. Ich meine mich aber zu erinnern, dass es eins auch im Kolosseum gab. Ja. Zusätzlich. Das, aber ich bin mir nicht sicher. Es kann gut sein, aber im Kolosseum, da hattest du eh die Möglichkeit, dir nochmal tatsächlich viele schöne Bonus-Items zu verdienen. Okay. Es gibt auch umfangreiche Listen, was du mit welchem Wetteinsatz und welchem Gegner du da rausbekommst. Ja, ich erinnere mich, dass ich halt hier in den letzten Dungeon nur einen hatte. Einen Moogle-Charm und mit den beiden anderen Partys musste ich halt kämpfen. Ja. Aber als Enddungeon auch hier der Soundtrack, finde ich, ist halt mega gut gelungen. Es hat richtig so diese Endstimmung drinne. Und ganz zu schweigen von dem, was uns gleich noch mit Dancing Mad bevorsteht. Was würdet ihr sagen? Also, die Meinungen gehen ja da auseinander, aber One Winged Angel oder Dancing Mad? Es mag ein bisschen ketzerisch klingen, wenn ich jetzt so Final Fantasy VI so hochgelobt habe, aber One Winged Angel ist schon der Hammer. Eigentlich schon, ja. Muss ich dir recht geben. Ist beides sehr gut, natürlich. Ja. Aber beide sind mega gut, Es ist jetzt kein End-Theme, weil es ja der Anfang von Final Fantasy VIII ist, aber Liberi Vaterli finde ich fast sogar noch besser. Also Phytos, Lusek und so weiter. Ah, der hat sich ein bisschen umverlagert. Yo. At 209. At 209. Da ist er ja. Ja, hier haben wir jetzt auch gerade gesehen, dass Mog die Gau-Fähigkeit hat. Ah. Des Ragen. Das, was ich nie so wirklich gemocht habe daran, an dieser Fähigkeit mit dem Rage, es ist halt, du hast keine Kontrolle mehr über den Charakter. Und wenn es der letzte Charakter ist, der dann noch auf dem Spielfeld steht, dann, dann ist es halt, so kann man es sagen. Beziehungsweise musst du hoffen, dass er es dann irgendwie noch rumgerissen bekommt. Und ebenso war es halt auch bei Mog mit seiner richtigen Fähigkeit des Tanzens. Du wählst einmal den Tanz aus, aber dann ist der Mog sich selber überlassen. Also du hast dann auch Einfluss mehr drauf. Ich mit dem. Das waren 50.000 Points. Experience Points. Ja, damit. Und Kefka ist im Rando der einzige Boss, also die drei Bosse vor Kefka sind, by the way, Vanilla. Mhm. Die sind immer gleich. Und
Kefka ist der einzige Boss, der nicht skaliert. Also der hat sein ganz normales Vanilla-Level. Okay. Also wird's doch ein bisschen lustig. Ja. Also es wird jetzt auf jeden Fall nicht... der wird jetzt nicht beim ersten Schlag umfallen. Also kannst du ja auch ein bisschen absehen. Bin ich vernünftig gelevelt? Traue ich mich schon mit dem Level dahin und so? Ja. Und immer noch kein Ultros. Mm-mm. Immer noch kein Ultros. Wir haben jetzt noch vier Bosse haben wir noch, wo er vorkommen kann. Drücken wir die Tentakel? Drücke meine. Dass er noch auftaucht. Noch mehr Drachen. Lass den Vogel rein. Lass den Vogel ins Haus, ja. 4 Tonnen Gewichte da oben, ey. So, jetzt bitte aus dem Weg gehen. Ich bin mal auf die Animation gespannt. Das habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen bei dem. Ah, da hat er das Bandana um. Ey, er kickt da ein bisschen mit dem, mit dem Huf. Das Pixel Remaster habe ich auch gespielt und es war danach eine höllische Umstellung wieder für mich, den Rando zu spielen, weil der Randomizer das Komfortable hatte, dass du auch diagonal laufen konntest. Mhm. Ja. Und das funktioniert im Original nicht. Du hast halt nur die 4 Direction Buttons und das war dann auf einmal wieder komplett ungewohnt. Also das Pixel Remaster Diagonale, ne? Ja. Es wusste ich nach einiger Zeit, also gerade bei solchen 2D-RPGs, als Analogsteuerung dazu gekommen ist, dass man tatsächlich das normale Bewegen hat sich wesentlich angenehmer angefühlt. Das mit den Diagonalen. Ich habe mir ab und zu mal auf der PlayStation gefühlt immer so den Finger abgebrochen, wenn man da versucht, vernünftig mit dem Steuerkreuz zu lenken. Oder Twin-Stick-Shooter, wenn es keine Twin-Sticks gibt damals. Ich kann manche alte Sachen, die so, wo du denkst, das müsste eigentlich Twin-Stick gehen, dann nicht mehr so richtig spielen, sowas wie Pocky und Rocky. Mhm. Das ist kein Twin-Stick-Spiel, aber man möchte es wie Twin-Stick spielen. Da wird sowas ein bisschen genüffliger. Das Neue übrigens, das Neuere ist sehr, sehr geil. Ja, aber kein Twin-Stick. Ja, macht aber nichts, trotzdem gut. So. Oh! Na, da die sind 3 sie. Von der Zankstelle. Hm. Hier ist hoffe ich mal, dass jetzt gleich der oben zuerst weggeht, weil er hat die Fähigkeit, Life 2 zu benutzen. Das heißt, wenn einer seiner Brüder stirbt, dann würde er instant wiederbeleben. Aber jetzt hat er erstmal das benutzt. Mhm. Okay. Easy. Aber kein Ultros. Kein Ultros. Noch 2 Chancen sind da. Ne, 3 sogar noch. So, ich speichere gerade nochmal zwischen. Sicher ist sicher. Im Rando ist überall Save möglich? Nein. Nö. Also auch nur aufs. Ach, du warst ja gerade auf dem Savepoint, stimmt. Hab ich gar nicht gesehen. Oh, da yes, ist er, der yes, Tisch. Yes, Ultros Percent. There we go. Jawohl. Ich wusste, dass das Spiel uns nicht enttäuscht. Jetzt nur die Frage, welcher Ultros es ist. Es dürfte aber von der Positionierung ist das entweder der von den Baron Falls oder aber der Luft-Ultros. Da müsste aber Chupon noch auftauchen. Ja, Chupon ist ja nicht. Ach, da ist er. Ja. Okay. Ja, ja. Was für eine Kombo, ey. Mhm. Best Friends.
Aber die brauchen ein eigenes Spiel, die beiden. Ja, eigentlich schon. Ja. Ich fand's auch super lustig beim ersten Durchspielen, wenn man dann ins Kolosseum kommt und auf einmal haben die beiden dort das Kolosseum aufgemacht. Das ist. Ja. Übrigens, die Welt ist untergegangen, aber jetzt haben wir hier einen neuen Geschäftszweig aufgetan. Ja. Also, mit der Idee, Sia, ein Spiel, wo du Ultra spielst, aber so analog zu den Wario-Spielen von Nintendo. Also, dann ist er der Bösewicht und muss quasi so in Dungeons rein und Heldenpartys und versuchen ja, immer so. Ungefähr, ja. Also, ich würde sofort spielen. Ja. Aber jetzt muss er leider sterben. Auch der Moment, wo Whelm auf einmal auftaucht in der Höhle und sie dann ihn unbedingt zeichnen möchte. Mhm. Und er dann sagt, nein, geh weg, du kleines Kind. Und sie dann anfängt zu weinen und sie will dann noch runterspringen, mega theatralisch. Und dann sagt er, ja komm, dann mal jetzt halt Ulti. Dein Ulti. Und dann mal dein Ulti. Nein, du hast den schlimmsten Fehler begangen, Ultros. Ja. Es ist einfach zu gut. So. Da die nichts mehr machen müssen, benutzen wir jetzt schon mal das Zelt. Dann sehen wir auch gerade das Vogelhaus tatsächlich noch mal zufällig. Da kann man sehen. Hey. Nice. So, hier sollten wir zumindest schauen, dass wir Edgar gerade noch mal ein bisschen ausrüsten. Die Kettensäge bei ihm, oder? Die kann er tatsächlich nicht benutzen. Kann er ja nicht benutzen. Achso, das stimmt, war ja nicht dran. Total dämlich. Mhm. Was kann er stattdessen? Edgar hatte die Tentakel-Geschichte geht weiter. Okay. Ach, er hat Slots, okay. Genau. Seven Flush. Okay, oh, Seven. Wir hatten. Das ach, glaub, ich wollte gerade sagen. Kein Ulti Assault. Auf der linken Seite Ultima. Ja, es ist ganz eigenartig. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber die sind unterschiedlich mitunter von Charakter zu Charakter aufgeteilt. Da haben wir den Schokobob. Schokobob. Oh, mein Ultima reicht. Noch nicht anscheinend. Doch. Doch, doch. Einmal klatschen die noch. Ja, gut. Eis 2, Slow. Oh, Shield Curse ist da durch. Da ist es jetzt. Na, damit haben wir jetzt auch das stärkste Schild im Schwert. Habe ich gerade das stärkste Schild im Schwert gesagt? Das stärkste Schild im Spiel. Mhm. Stärkste Schwert haben wir auch schon. Ja. So. Dann sind wir fast ready to go. Einmal ausruhen mit jedem. Und eine Statue noch. Ah, das gibt's ja nicht. Zweimal. Doch, yes! Jawohl! Geil! Das ist der beste Seed aller Zeiten, ey. Ja, Mann. Ja. Ich wollte vorhin noch im Scherz sagen, wir kriegen noch einen Ultros und dann kriegen wir noch einen Ultros. Aber diesmal, das war der erste Ultros. Ja, also mir hätte auch das schon gereicht, als Auftritt. Ja. Hauptsache er war da.
Aber eigentlich mit den Kumpeln noch zusammen war eigentlich. Ja, das Chupon da. Das Highlight. Ja. Also zweimal Ultros habe ich, glaube ich, auch noch nie im Turm gehabt. Ja, Speedrandale. Hier ja. passieren magische Sachen. It's the magic. Ja, Magic Move. Ja. So. Das können wir so lassen. Er ist eh nicht mit in der Band. Er ist nur ein Groupie. Genau. Oder ein Roadie, sagen wir es so. Schutzmagie. Cool, genau, Mughal-Charms können wir jetzt ja ablegen, ne? Mhm. Genau. Also die brauchen wir auch nicht. Cyan ist noch mit drin, das können wir so lassen. Würde ich sagen. Hoffen wir das Beste. Mhm. Bin auch immer noch am Überlegen, ob gerade zu der 16-Bit-Ära auf dem SNES. Ich meine, Terranigma hat schon einen ziemlich langen Abspann, aber ich glaube, der längste Abspann bei einem SNES-Spiel dürfte, glaube ich, Final Fantasy VI sein. Also das sind, keine Ahnung, 20, 25 Minuten? Ja, so eine halbe Stunde ungefähr. Ja. Mir wird jetzt auch kein so langer einfallen. Auch wie erwähnt, auf dem Super Nintendo habe ich den nie gesehen, weil es immer abgestürzt ist mit den Adaptern auf der PlayStation erst. So, wir können hier jetzt quasi die Reihenfolge noch festlegen. Und dann geht's in Phase 1 rein. Let's go! Kein Sabin, kein Setzer. Kein Shadow. Kein Shadow. Wir gehen jetzt voll mit Ultima drauf, in dem Fall, weil wir Ultima haben. Im Regelfall versucht man erst das Gesicht zu töten, dann die linke Hand und dann die rechte Hand. Kill the face. Ach, guck mal, ein süßer kleiner Vogel. Cast Ultima! Wie der Vogel sich auch so an der Party ganz nach vorne gestellt hat. Ja, ja. Ja, was kann dein Vogel in die Ecke kacken und Ultima? Der ist richtig drauf. Ja, wir haben tatsächlich keinen Mute dabei, leider. Das ist schade. Also die zweite Phase könnte wirklich interessant werden. Oh, Haste für die ganze Party. Genau, also Haste 2 ist immer für gesamte Party. Und Haste 1 ist Single Target. Stufe 1. Das geht ja noch weiter hoch. Genau, und
der Part, der dort mit dem Finger nach links zeigt, der lässt sich normalerweise stumm schalten. Das ist auch der ekelhafteste Part von dem Boss, weil er halt der einzige Part ist, der zaubert und mitunter auch Statusveränderungen hervorruft. Und was auch richtig nervig ist, ein Polarity-Zauber, der die Möglichkeit hätte, Leute einzufrieren und das nicht nur für eine Runde oder zwei, sondern ich glaube drei insgesamt. Bei dem Schaden, den der Boss verursacht, so eine Heilrunde muss, glaube ich, immer wieder mit drin sein, ne? Der jetzt geheilt? Nee, das warst du. Ja. Er hat jetzt Life 3 auf den Part gesetzt. Ach so, also doch, das heißt, wenn der stirbt, wird er nochmal wiederkommen. Hm. Wir haben leider auch kein Dispel. Autsch. Aber Mute kann er machen. Ja. Ja, und er trifft genau die, die ich gerade nutzen verdammt. Wollte. Ein Remedy. Ugh. Das war der gelebt wird. Hm. Genau. Ach, es geht noch. Er ist noch gesund. Okay, jetzt nicht mehr ganz so gesund. Aber der Cast kommt ja noch. Ja. Obwohl genau, zwei Heilcasts kommen jetzt noch. Jetzt erstmal Live 3. Terra da schon casten. Ja. Piep, 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 piep. Ich töte dich! Ach, ein Mist. Sehr gut. Oh, ich hoffe, dass Cyan nicht noch einen jetzt wegkriegt. Oh. 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 Ah! Aber sie hat Live 3. Glück, sie hatte Live 3 zum Glück. Alter. Okay, die Casts kommen noch, ne? Ja, oh. Mann. Okay, ja, Elixier, volle Pulle bitte. Dafür ist es ja da. Deshalb, also die zweite Phase ohne Mute kann halt echt unangenehm sein. Sehen wir ja. So, komm, jetzt geh mal tot hier. Let's go, Birdie. Do your thing. Jetzt haut er nochmal Quarter raus, das ist jetzt aber nicht so wild.
Ja. In der Phase will man den oberen Teil erst weghaben, weil sie hat den Angriff Pearlwind, glaube ich, heißt er. Und damit heilt sie im Grunde genommen ziemlich stark. Pearlwind, genau. Problem ist halt, wir haben jetzt drei Charaktere dort stehen, die kein Life 3 haben. Jetzt gerade mal gucken, wem hatten wir Golem gegeben? Glaube, Ich glaube, das hatte sogar... Glock, oder? Weiß noch nicht. Nee, dann muss es doch sie gewesen sein. Nicht schlechter Schaden. Dass die Zeit noch weiterläuft während des Spellcasting. Mhm. Ach, den fetzt es gleich. Ah, oder? Aber er hat noch Life 3, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, ob es auf dem drauf liegt. Ja. Ja, müsste liegt's? Auf Lock, okay. Drauf sein. Oh nein, der Tod! Lockdown! Aber viel dürfte er auch nicht mehr aushalten. Ja, dann danach quasi schon Time? Oder war danach noch was? Kommt doch noch eine, oder? Also noch jetzt danach kommt noch Kefka. Dann kommt der Finale nochmal, ja. Ne? Ja. Genau. Und da wäre dann Time, sobald es einmal diesen klassische Geräusch gibt. Ja, sag's einfach genau. Bescheid. Mhm. Ich sollte es einigermaßen abschätzen können, wann der Eingriff durch ist. Immer noch nicht. Alter, ey. Das Gefühl bei solchen Endbossen. Ich hab doch so viel Schaden gemacht. Warum fällst du mich um, dumme Sau? Die sind gescaled. Der nächste ist nicht mehr gescaled. Da hat uns Souls kaputt gemacht. Das ist für immer genau eine Bossleiste da sehen. Ja, ne? Okay, der obere Teil ist tot. Also er kann sich nicht mehr regenerieren.
So, mit dem Jump können wir jetzt nochmal versuchen, zumindest dann ein Cycle mit dem Vogel zu überleben, dass der nicht das abkriegt. Im besten Fall kriegt gleich Celeste das Ganze ab. Mit den Angriffen. Vielleicht kriegen wir auch noch Lock mit Life 3 belegt. Train. Okay. Ach, blind ist nicht schlimm. Blind! Swaggy Sunglasses. Ja, jetzt kommt nochmal Meteo von ihm. Dreimal abgewehrt. Ist blind nur für physischen Angriff oder gilt das auch für Magien? Für Magie gilt es nicht. Ja, immerhin. Boah. Celeste hat scheinbar auch. Da kommt Kornis. Nice. Und er hat tatsächlich Kornis auf Celeste geschickt. Ansonsten hätten wir jetzt einen Charakter verloren. Bless RNG. So, jetzt der Final Boss. Der Final Boss, ja. Wunderschön. Da lacht er auch noch. Oh nein, jetzt sag bloß, die haben Aale stumm noch gekriegt. Ja, Mute. Was? Nicht alle. Zum Glück. Fallen One. Es wird bei allen, die Magie runtergedrückt, die Lebensenergie runtergedrückt auf 1. Aber dadurch, dass Celeste jetzt gestorben ist, kann sie wieder zaubern. Das ist was Gutes. Sehr gut. Zumindest. Ja. Das war nicht so gut.
Ja, jetzt sollte er zumindest gleich anfangen, schon mal zu wackeln. Ja, noch nicht ganz. Ah ja, jetzt. Sehr Anime. Mhm. Alter, der hat aber auch Celeste abgesehen. Die ganze Zeit. Diesmal aber auch auf Birdie. Oh boy. Haben wir keine Phönixfedern? Ach doch, ich habe schon gerade Panik gekriegt. Eine Gesundheit für alle. Honor. Time. Yes. Time. Oh. Das hat ein Ritter auf der Rasierklinge. Also ich habe nicht mal gespielt und war so angespannt gerade. Ja. Ich war schon lange nicht mehr so, angespannt gewesen. War aber auch knapp nochmal am Ende. Ja. Also, puh. So, wenn du hättest auf Nummer sicher gehen wollen, hättest du dann nochmal mehr Items gesammelt, mehr gelevelt. Du hast dich ja jetzt relativ fix, sagen wir, zum Ende dann hinbegeben, ne? Ich sag mal so, das, was jetzt das Ganze so schwierig gemacht hat, ist eigentlich nur die zweite Phase, weil ich Mute nicht hatte. Mhm. Mit Mute wäre es dort deutlich angenehmer gewesen. Der Boss hätte eigentlich so gut wie gar nichts gemacht. Klar, auch Schaden, aber man hätte es besser kontrollieren können. Aber ansonsten von dem Level her etc. hätte ich eigentlich auch nichts mehr gemacht. Also Mute wäre noch nett gewesen. Es war vielleicht auch nicht ganz schlau, nur jetzt Celeste auf Live 3 gebracht zu haben. Eigentlich bringe ich immer zwei Charaktere auf Live 3. Mhm. Also kannst du in einer Runde direkt die ganze Truppe eigentlich dann auf den Status bringen. Das habe ich aber irgendwie komplett verpeilt. Deshalb war es jetzt auch eher ein bisschen stressig dann zum Ende. Und mehr Spannung, als es eigentlich hätte sein müssen. Ja, ja, war sehr entspannter und interessanter Run auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und ja, ich glaube, spannender ist besser für die Zuschauer. Ja, dann, auf jeden Fall. Das ist natürlich richtig, ja. Ja. Wir sagen schon mal danke. Das war super. Es hat uns sehr gefreut, dass wir den Run hier mal angucken konnten. Wir weisen gerne noch mal darauf hin, du bist ja auch auf Twitch unterwegs. Mhm. Hast du da regelmäßige Zeiten? Zeigst du da auch was anderes außer den FF6-Runs? Ja, ich bin täglich live auf Twitch. Und aktuell bin ich immer noch dabei, meine Zeit in die Schlümpfe vom Sega CD zu unterbieten, beziehungsweise Sega CD, ja, auszubauen. Magical Quest
ist auch immer noch, bin ich auch immer noch am Grinden und aktuell das deutsche A Link to the Past Randomizer Turnier. Mhm. Mhm. Also Sia, weißt Bescheid, wenn du. Ja, ich werde mal reinschauen und ich will aber nicht alles zerstören, deswegen mach ich da lieber nicht mit. Ja, ja, so auf Nummer sicher gehen. Ja. Wir sagen dir doch mal extra Danke. Wir wollen auch noch mal da draußen hinweisen, euch, wenn ihr mitmachen wollt, wisst ihr Bescheid, speedrandale@rocketbeans.tv. Meldet euch auch direkt bei Sia gerne unter x bei @simiclove oder twitch.tv/simiclove101 bei Twitch. Dann selber. Twitch, Twitter, ey, diese ganzen Namen. Hast du aktuell irgendein Projekt? Nö. Nö? Nee, ich spiele weiter ein bisschen Randomizer und mal so ein paar Sachen. Oh, das kann man, also dann checkt das aber trotzdem mal gerne aus. Und wir sind gespannt darauf. Also, wenn ihr Randos, nicht Randos, verschiedene Spiele, die wir auf jeden Fall noch nicht gemacht haben, könnt ihr auch hier euch bewerben, wie immer. Denkt dran, Glocke läuten, abonnieren, den Instagrammer streicheln und was auch immer das alte Icon ist, das kein junger Mensch mehr benutzt mit den Daumen. Für eure Eltern. Das Fazebook könnt ihr dann auch gerne machen. Goldbuster, wir sagen dir großen Dank nochmal. Ja. Und sehr gerne, dass ich teilnehmen durfte. Ja, und gerne bei irgendeiner Gelegenheit dann wieder. Und ich würde sagen, wir zusammen können alle dann Tschüss euch da draußen sagen. Bis dann. Bye, bye. Tschüssi.